Ah ja, genau. Den das Sternfragment abgeben. Schnupp. Oh nein, das ist der Typ wieder da, oder? Ja. Bam. Aber diesmal nicht. So, mein Lieber. Oh, es sind zwei diesmal. Also, es ist auch schön, dass es variiert. Ach, guck mal an. Die haben jetzt, richtig Powerbomb. Ja, komm, die Powerbombe machen wir mal. Oh, eine 3. So oft wie möglich, okay. Und 7 Damage. Und das an allen Gegnern. Und 10! Alter. Nice. Das ist... Okay, wir haben unseren Aufstieg. 88 Bananen hast du. Das ist gut. So, Ordenpunkt haben wir gesagt, ne? Hallo. So, jetzt haben wir eh wieder die ganzen Blütenpunkte wieder drin. Oh, sweet. Sweet, sweet, sweet. So, dann können wir doch jetzt den... die Sparblüte. Ah ja, genau. Dann hauen wir jetzt den... Den tun wir nicht. Zweck, what the heck? Chrisu! What? Hallo, hallo! Hallo! Ah, das ist los, dass die Alerts so leise sind. Hallo, Risu! Und hallo von Risu, Leute! Hallo, hallo! Gott! Holy! Hallo! Hi! Was? Hast du gestreamt, Risu? Risu? So, diesmal von hinten. Nein! Ich bin zu weit gelaufen! Nein, nein, nein! Okay. Der hat den Bösen. Scheiße! Den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Dann mach mit dich halt fertig. Was? Ah, plong, plong. Warum macht das so ein komisches Plong? Ach, das ist der neue Orden! Nein! Nein! Gedrückt halten! Nicht viel drücken! Shit! Oh Gott, hat gereicht. Gott sei Dank. Stimmt, seine Angriff geht ja auch nochmal hoch, ne? Noch, und er setzt das ein, natürlich. Egal, wir haben sie jetzt gerade. Die HP, ne? Platz. Oh. Hammer wäre besser gewesen. Halte gedrückt. So, diesmal mal ist richtig. Macht der denn jetzt 5 Damage? Boom. Yes! Oh mein Gott, ist er stark jetzt! Alles unter dem 9, ey. Ey, ne, 8. Entschuldigung. Aber wow. Kann man fast ein bisschen farmen. Will ich grinden? Okay. Weil es nicht runterfallen. Ne. Sag mal. Jetzt. die Animation war ein bisschen buggy, aber. Also, altes Spiel ist okay. Alles gut. Jetzt ist hier auch eine Kami-Kuppe. Neue Gegner hier unten. Das ist okay. So. Nur 11. So, ist immerhin plus. Plus 1. Wir müssen aber echt mal mit deiner Spielsucht reden dann. So. Das 5. Sternjuwel. So. Lapp. 2 fehlen noch. Und ich sage, wir werden jetzt mit dem Zug fahren. Oh, stimmt. Wir werden müssen. Wir kriegen die Location vom nächsten Stern verraten. Gucken wir mal. Bisschen sieht das da hinten aus wie ein Penis, oder? Da unten die 2 Kreise und dann das lange... Egal. Wie gesagt, irgendein Grafikdesigner hatte seinen Spaß. Und ach so. So. Ich sag da, wo es mit dem Zug hingeht, ne? Jupp. Ein Tempel. Ah, okay. Flip. Das macht Spaß. Das ist okay. Dann gamble ruhig. Mach's ja auch. So, wir kommen jetzt eh automatisch beim Professor wieder raus. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Yay. Mhm. Gehen wir zurück zum alten Gumbart. Oh yeah. Oh Gott. Müssen wir mal wieder umsetzen hier. Ganz halt in der gleichen Position. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternjuwel ist in Bad Glimmerich. Kommen wir in eine Therme? Boah, geil. Ich bin schon lange nicht mehr in der Therme. Das ist so IRL. Bad Glimmerich, ist das nicht dieses Nest, wo die Superreichen wohnen? Oh nein, Lotus Nobs. Nach meiner Information wird im Glimmertempel ein Stern verehrt. Es gibt dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese.
Bad Limmerich ist ein sehr geruhsames Touristenstädtchen. Glaubt ihr nicht? Bad Limmerich, nach Bad Limmerich fährt man auch mit dem... Genau, der berühmte Glimmerliner fährt dorthin. Zu diesem Sternenhimmel habt ihr also eine sehr bequeme Reise für euch. Ich glaub's nicht. Es mag ja doch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Sternenhimmel tatsächlich zu bekommen. Aber für den Glimmerliner bekommt doch kein normaler Mensch eine Fahrkarte. Vielleicht müsstet ihr wieder Alpamon bitten. Ah, dann müssen wir eh. Alpamon, der Mafia-Boss, der kann uns bestimmt eine Fahrkarte besorgen. Ein unsympathischer Kerl, aber was soll's. Gehen wir, Mario. Also, ihr habt verstanden. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Also, euch viel Glück. Oh, kommt doch bestimmt. Mord im Glimmerliner Express. Bam, bam, bam. Ah, fuck. Wir sind also ganz glücklich im Leben und so. Auf einmal kommt süße, saure Soße. Was? Auf den Mund. Oh! Süß, sauer? Echt? Brennt die? Machst du dir Soße auf deinen Körper? Oder bist du ein Kannibale? Und ein Masochist? Nee, Masochist, doch. Du bist ein masochistischer Kannibale. Deswegen tust du dir so, beißt du dich, willst dich essen und tust dann noch Soße rein. Das muss es sein, eindeutig. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht deinen geheimen Fetisch hier offen aufgedeckt. Also, wenn ja, tut mir leid. So ein bisschen. Ja, aber witzig. Ja, dann würde ich mich gerne mal mit dir unterhalten. Und eine Bekannte von mir studiert zum Beispiel auch Psychologie. Die würde sich bestimmt auch gerne mit dir unterhalten. So. Hallo, ihr zwei. Ach, was ist mit ihm los? Ihr seid es. Wollt ihr schon wieder irgendwas vom Boss? Wie ihr seht, geht es dem Boss überhaupt nicht gut. Gar nicht besonders gut. Blablabla. Entschuldigung. Oh, Palmina. Seht euch den Boss an. Die Tochter und seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Oh Mann, so war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Wir wollen eine Karte. Was? Ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Sehr interessant. Aber wer könnte dir leider nicht helfen? Gar nicht helfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir wenigstens wüssten, wo Palmina sich aufhält, geht es ihm sicher besser. Weiß ich. Palmina und Romanzo? Waren das nicht die beiden auf der Isla Corsaria? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmina ist? Ja? Wirklich? Ja. Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Ja, sehr gut. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bring sie schleunigst her. Wir würden auch gehen. Wir können den Boss nicht alleine lassen. Wenn er seine Tochter wiederbringt. Na gut, wusste ich es doch. Stay the Reddit Bot. 3 Stunden. Oh, 1 Minute zu spät, aber pünktlich. Irgendwie mit einem Finger in einer offenen Wunde. Was? Mit Chicken. Oh, da verwende die Soße. Oh. Also, ich kann dich gerade schlecht bemitleiden, weil ich sehr, sehr neidisch bin auf dein Essen. Das ist gerade so ein bisschen Hass und Mitleid. Das vermischt sich dann wieder auf eine neutrale Ebene gerade. Oh, Gott, hör doch auf, im Essen zu reden. Ich hab doch Hunger. Mann. Oh, essen wir jetzt was Schönes. 10 Bananen demjenigen, der mir Essen vorbeibringt. Machen wir 15 Bananen. Nein, um Gottes Willen. Ihr seid eben echte Kumpel. Also, wir zählen auf euch. So, ich muss wieder gerade sitzen. Ich muss mir das antrainieren. Oh, Palmina, ja. Ach, der will jetzt auch noch Geld, ne? Er hat gesagt, er macht uns einen guten Preis, wenn wir dahin wollen. Ach Gott, kann das Spiel nicht einmal einfach sein. War da oben was? Ah ne, Blumen. Okay. Und übel ist mir auch noch von den beiden Big Macs, so Alter. Ich hätte ja recht. Es tut mir wirklich leid, also. Na gut, ich darf mich auch nicht beschweren. Ich hatte 2 Pizza-Baguettes. Zum Frühstück vor 5 Stunden. Und es waren viel zu trocken. Oh nein! Das ist ja. Wie kannst du nur so leben? Auf hier, aus jetzt. Das muss ich nicht timeouten. Und bannen. Oh Gott, ich krieg Hunger. Oh Mann. Oh, ich muss zu essen. So, wir speichern, damit wir uns das ganze Geplabber nachher wieder sparen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir die Kiste abraucht. Deswegen bin ich so ein Speicherfanatiker. Also, ich muss auf das Schiff mit reden. Und erstmal wieder gambeln. Du willst zur Isla Corsaria? Ja. Also gut, fahren wir los. Wir legen ab. Kurs auf die Isla Corsaria.
So viel zum guten Preis. For free, nice. Ich will auch so eine Black Pearl haben, Mann. Hatte ich halt schon Dropped Frames? Nö, wunderbar. Ich speichere immer zweimal. Ja, das mache ich dann, wenn ich Pause mache. Was? Mio. Hä, aber wie ist denn die Nachricht erst noch durchgekommen? Ich glaube, Mio hat den nämlich gerade getimeoutet für eine Minute. Ah, irgendwie ist die eine Nachricht noch durchgekommen. Interessant. Oh Mann, Mio. So, der Steg war vorhin auch nicht da. Den haben wir, hat man anscheinend nochmal gebaut. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt in dem Lager sein. Hoffe. Oh, bitte lass mich die nicht suchen müssen. Okay, da ist er. Oh Gott, was sind die denn? Oh ne. Komm, ihr seid hier drin. Oh nein, wo sind die? Oh. Bei mir noch, meinst du? Die beiden müssen irgendwo im Dschungel sein. Knutschen wohl wieder. Schon mal neidisch. Oh. Also keine Sage, Tomo, nach einer Minute kannst du wieder schreiben. In Command bei mir. Für, ich glaube, 10 Bären? Bären sage ich schon. So, nehmen wir es mal mit. Für 10 Bananen kann man hier jemanden timeouten. Hi! Da seid ihr ja. Hallo! Oh, Mario, schön dich zu sehen. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, könnt ihr. Was? Der Boss? Einfach umgekippt? Das ist ja ausgerechnet jetzt. Also ehrlich gesagt, ich habe auf der Insel mein Ehering verloren und ohne mein Ehering kann ich... Oh Gott. Wir waren nur... Was? Wir waren nur an den Bartfelsen. Weiter weg. Bartfelsen? War Palmina. Der Boss, dein Vater, hat mir den Ring nicht einfach vergessen? Doch Mann, so was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe. Du findest diesen Ring. Ist eine Minute, bin ich jetzt schon um? Ja. Ach, ich kam jetzt an. Alles gut. Oder willst du etwas sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Oh, Frau, natürlich liebe ich dich, Palmina. Das ist nicht genug. 100 Mal musst du sagen, dass du mich liebst. Was? Los, sag es, wenn du mich liebst. Also, Palmina, ich liebe dich. Ist das genug? Noch nicht. Noch 99 Mal. Los, ich liebe dich. Was also? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ist nicht dein Ernst. Alter, was ist ein Scheiß. Ja, ne? Oh, fick dich, Spiel, ganz ehrlich. Das ist witzig. Ich glaube, ich hatte Ex-Freundin, den ich nicht mal insgesamt 100 Mal gesagt habe. Dave hat Spaß, ja, total. Ah, komm, jetzt schneller, schneller, go, 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 go. Puh, schlaf. Also, wie war ich mal wieder? Das ist wirklich so, Mann. So, hör schon auf. Wir sind nicht allein. Wow. Das ist gut, Palmina. Und jetzt finden wir schnell mich den Ring. Ob das wohl gut geht? Und du mich fragst, Mario. Für besser, wir helfen ihm bei der Suche, ja. Was für ein Felsen? Da nochmal. Wo? Wo kann er nur sein? Irgendwo zwischen hier und dem Bartfelsen. Was ist denn Bartfelsen? Oh nein, nicht die Passage wieder. Ab, 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 ab. Gott, ich habe mich ja ganz vergessen. Elende Kackviecher. Oh, ein pinker Fussi. Oh Gott, der pinke Fussi hat BP geraubt, ne? Fuck. Sprung. Power Dots. Oh Gott, bitte. Nein, zu früh! Damit! Darf ich nicht so aufregen, mein Blutdruck? Ja, zu spät gedrückt. Komm mir vor, Sis. Okay, geblockt. Na, kann ich jetzt auch nochmal einen Sprung machen. Ach, der klappt natürlich jetzt wieder. Ach, meine. Oh, da ist die Null. Die Nullrunde. Bumm. Und zack.
Yes! Ach, so viel Mühe dafür. Ja. Blockt. Er hat halt einfach fucking... Nicht springen. Kannst auch mal eine 20 wollen, ne? Ist alles möglich. Alles möglich. Dum deedle dai deedle dum. Also schon mal nicht. Der pinke Füße, glaube ich. Oh, verdammt! Lasst uns mal in Ruhe. Aber er nicht. Also die nicht. Ne, wir können sie nicht in einem. Na, wobei doch mal gegangen. Also wäre verdammt viel BP gewesen. Notwurst. Notwurstet. Egal. Eine kriegen wir raus direkt. Boom. Einen, einen. Nein, nein. Oh nein, ist die Giftattacke. Ach, verdammt. Plop. Deppert Gift. Das hält halt auch noch 9 Runden. Nee, es ist. Ach, Mann. Naja. Nach der Runde ist Essenze. Oh nein, das Scheiß fällt schon wieder um. Boom. Der Kampf bitte vorher vorbei. Nee, das fällt nochmal um, ja. Egal, geblockt. Alles gut. 2. Hooray. Boom. Nee, egal. An alle, die es juckt, habe gerade meinen Kopf auf die Tastatur gehauen. Meine sinnvolle Nachricht zum Schreiben. Und habe einen neuen Tab mit Google Translate geöffnet. What? Ah, genau. Und der Zauber hat jetzt gerade unser Geld verdoppelt. Warum haust du deinen Kopf gegen die Tastatur? Wenn ich fragen darf. Wenn du Probleme hast, du kannst gern mit uns darüber reden. Nein, halt. Moment, stopp. Darf man auf Twitch nicht mehr. Hab nichts gesagt. Zum Beispiel, Funk hat ja früher auch seinen Dr. Funk gemacht. Das wurde dann auch verboten von Twitch. Also wurde es nicht gebannt oder so, aber hat halt. Ist dann, nee. So Problem-Talk darf man nicht mehr machen auf Twitch. Nur eine sinnvolle Nachricht für diesen Chat jetzt schreiben. Not sure if this or not. Wenn es da hinten bei den Kokosnüssen ist, rast dich aus. So. Was ist denn der Buzzard-Felsen? Verdammte Scheiße. Oh Mann. Komm. Oh weh, du bist irgendwo da drauf. Dann kriege ich einen Anfall. Hier ist er drin. Nee. Hier. Naja, was nehmen wir mit? Ach, Pulver. Die Bartfelsen. Ah, nicht dein Ernst. Auf irgendeinem Baum dann, oder? Irgendwas übersehen? Was ist das? Ist das der Ring? Ach, Mann. Denken Sie. Timeout das Couchmonster. Das geht nicht. Erstens, das Couchmonster ist ein Bot. Wie geht eigentlich Luigi mit seiner Mission? Ich rede nicht mit ihm. Er schwafelt immer so viel. Bin zu voll zum Vorlesen. Er brabbelt und brabbelt und brabbelt. Und dann muss man mit dem Companion von ihm ja auch nochmal reden. Oder Companion, oder irgendwer, der. Wann bist du denn wieder da? Ja, komm. Dumm Arsch. Wie gesagt, das Couchmonster kannst du nicht timeouten. Das Couchmonster ist nämlich ein Mod. Du kannst Mods nicht timeouten. Und mich übrigens als Streamer auch nicht. Zumal ist es noch keine 10 Minuten her und der Command hat einen 10 Minuten Cooldown. Ach, ich hab gedrückt. Come on. Ach, fuck it. Ja, haben's ja. Ja, ich keinen Bock gehabt. Boom. 8. Das macht sogar 8 Schaden, wenn die keine Verteidigung haben. Was? Wie gut. Oh, das ist voll gut. Hopp. BP wieder. Richtig umgehen. Nein. Schwupp, schwupp. Ja, ich kann nicht umgehen. 96, ja. Machst insgesamt sogar ein Plus, habe ich das Gefühl. Hier, Ehering. Ja, das ist der, mein Ring. Und hast ihn gefunden. Ja, Mann, so. Jetzt können wir auch endlich zurück zu Papa. Dann steht es also fest. Es geht los. Schnell wie möglich zum Boss.
Also, Mario, wir warten am Hafen. Komm nach, sobald ihr könnt. Ja, 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 die Klappe. Nein. Dann sind wahrscheinlich die Gegner wieder da, oder? Nee. Normalerweise waren in dem Dschungelpart auch nochmal Gegner. Ach, Mann, 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 Mann. Ey, ich kann das Wasserpulver eigentlich verkaufen. Es ist irgendwie kein Item, das ich benutzen will, muss ich sagen. Hier lang. Dann gehen wir zu dir in deinem Shop. So, plopp, 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 plopp. Nein, ja. Verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Und das Wasserpulver. Es gibt immer ein 7. Yep. Ja, das Legendäre. Möchtest du noch etwas verkaufen? Yep. Ja, ich werde den auch nicht benutzen. Ich benutze eigentlich nur HP und BP. Darf noch etwas verkaufen? Jo. Der ist natürlich gut mit Abwehr senken. Den behalte ich mal. Gibt hier noch was Praktisches? Wie viele Items haben wir dabei? 7. Nö, passt. Passt, passt. Sollte reichen erstmal. Wir haben jetzt gar nicht so die Probleme im Kampf, behaupte ich jetzt mal. Also du hast echt eine Glücksspielsucht, behaupte ich mal. Spielst du Lotto oder irgendwie Casino? Machst du sowas? Hat jetzt nichts mit deinem übertriebenen Gamble-Spam zu tun, sondern das rein Interesse halber. Mann, wir sind bereit. Auf nach Lohlingen. Oh, Papa, hoffentlich geht es ihm gut. Ja, ja, ja. Ist da hinten eigentlich noch irgendwas? Nö. Gut. Warte mal, ich kann mich auf... Ich will mich auf dem Schiff umschauen. So. Kann ich eigentlich wieder in das Schiff rein? Hier war doch eine Tür. Nee. Nee, weil hier ist dann er. Und ja, okay. Zurück nach Lohlingen. Jupp. Wunderbar, wir stecken in See. Die Segel gesetzt und Kurs auf Rohlingen. Nee, mach ich nicht. Okay. Immerhin. Digitale Bananen kann man mal verwetten. Echtes Geld sollte man nicht verwetten. Sagte der Typ, der jede Woche Lotto spielt. Oh mein Gott. Da muss er irgendwann mal die Hoffnung zu gewinnen, um irgendwann auch mal die Kündigung einzureichen. Sich zu denken, fuck it, ich muss nie wieder arbeiten. Oh, das wäre so schön. So, ohne Witz, ab dem, wenn ich einen großen Jackpot gewinne, irgendwie so 3, 4, 5 Millionen, das bringt doch nur Gewinn. Ich sollte wohl anfangen. Ja, ja, klar. Unbedingt. Nein, tu's nicht. Lass uns zu Papa gehen. Meine Mutter hat da mal gewonnen. Wie viel denn? Also, ich habe auch schon mal gewonnen. 20, 50 Euro. Ich glaube, mein höchster Gewinn waren 58 oder so. Na, dann euch hinterher. Was sind die? Das ist irgendwie so schnell. Plopp. Ich glaube, das mit Kapitel 6 heute machen. 12 Euro. Wow. okay, es ist zumindest halbwegs abgedatet. Ja, ganz aktuell. Genau, der von gestern, der von heute steht zum Beispiel gar nicht drin. Ach, ja. Warte mal. Die gute Dame konnte uns ja Sachen kochen. Halt da. Will ich das Goldblatt verballern? Nee, will ich nicht. Nö, nö, nö. Dann kriege ich mir selber irgendeine Matsche, die einfach nur 1 HP halt. Würde sich nicht so lohnen. Oh Gott, stimmt, Zelda. Zelda wäre auch mal wieder langsam. Ich könnte mir langsam mal das DLC kaufen. Gehalt muss bald kommen. Von dem her... Nächsten Monat Zelda DLC? Oder auf Waffel warten. Waffel will ja unbedingt dabei sein. Wäre eine Idee langsam mal. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf Zelda. Weil ich kann nicht wissen, wie viel Zeit ich in Zelda gesteckt habe. Papa, Papa, wach auf! Los! Dup, 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 dup. Papa, Emino? Sag mal. Papa! Los! Oh, Palmino, du bist zurück. Und du auch, Romanzo. Ja, Papa. Als ich hörte, dass du krank bist, habe ich mich direkt auf den Weg gemacht. Direkt. Palmino, Romanzo, was habe ich euch angetan? Ich war so ein Dickschädel. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, wenn ich euch jetzt bitte, hier zu bleiben. Es war so einsam ohne euch. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Tut mir leid, dass ich euch so viel Sorgen... Dass ihr euch so viel Sorgen um mich gemacht habt. Der gefürchtete Elpermon ist wohl ein wenig unter die Jahre gekommen. Unter die Jahre, unter die Räder vor allem. Ich schätze, es ist Zeit. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Oh nein! Was? Aber
Also wir dran. Ab sofort würde der Mann zu die Geschäfte übernehmen, weißt? Verstanden, der Mann zu, du bist jetzt der Boss der Palmon-Familie. Was? Aber, Boss, du bist doch noch jung. Und außerdem, ich... Keine Widerrede, das hatte ich schon seit langem vor. Du bist genau der Richtige, da bin ich ganz sicher. Aber jetzt kümmerst du dich um die Familie, die anderen werden dich unterstützen. Boss! Und nun zu dir, Mario. Ich habe dir wirklich viel zu verdanken. Achso, du gern bist noch. Erst wo du sagst, Boss. Was ist denn? Wir haben ihm etwas versprochen. Und zwar, dass wir ihm eine Fahrkarte für den Glimmerliner besorgen. Aber nur, wenn er es schafft, Pamina zurückzubringen. Wenn das alles ist, überlass das mir. Da kannst du so viele Fahrkarten bekommen, wie du willst. Zwei würden mir reichen. Eine, na gut. Oh. Und du bist jederzeit ein willkommener Gast im Hause der Pamon-Familie. Die beiden. Oh. Schön. Da ich mich zurückgesetzt habe, kann ich mich endlich frei draußen bewegen. Papa! Boss! Du bist der Boss, Mann. Ich verlasse mich auf dich. Bye. Jetzt geht er auf die Insel, oder? Das wär's jetzt. So, Mann, so. Gemeinsam schaffen wir das. Oh, Palmina. Sei nicht so steif. Nenn mich Pelmchen. Wow. Was? Pelmchen? Für immer die Deine. So, meinst du? Nein, Boss. Wir werden dir treu dienen. Du kannst dich auf uns verlassen, Boss. Danke für alles, Mario. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du uns sehen willst. Du bist schon ein toller Typ. Hey, du wärst würdig, in die Familie aufgenommen zu werden. Nee, lass mal. Gamble, gamble, gamble. Oh boy. Da habe ich was angefangen mit dem Gamble-Command damals. So. Wir dürfen den Zug, 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 Zug. Also, auf nach Bad Glimmerich. Holen wir uns das 6. Sternjuwel. Juhu! Hihihihi! Hab ich gehört! Was? Die Kleine? Die Maus? Das 6. Sternjuwel ist also in Bad Glimmerich. Gut zu wissen. Ach nee! Wer bist du überhaupt? Mann, jetzt hätte ich gern Barbara draußen. Eigentlich wollte ich dir... dir und dieser Verräter Barbara eine Lektion erteilen. Aber ganz allein ist mir das zu heikel. Heute kommt ihr also ein Hammer davon. Dafür werde ich vor euch im Bad Glimmerich sein und mir das Sternjuwel schnappen. Macht Spaß, ja, ja. Verdammter Mist, Mario. Wir müssen vor dem Bad Glimmerich ankommen. Schnell zum Bahnhof. Auf zum Atem. Ah, hui, 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 hui. Ach, Mann. Oh, das Spiel ist so gut. So, plopp. Hallo? Hallo? Jetzt. Ist er echt so weit hinten? Das ist mit der tiefen Wahrnehmung ist furchtbar in dem Spiel für mich. Was ist deine Mail? Was ist es denn? Items. Wichtige Items. Mail Receiver. Uhu, Mail. Hallo, Mario? Ob diese Mail wohl ankommt? Diese blöde Techniker auch. Wann hättest du uns in der Spukabteil so geholfen hast? Spukabteil, Spukabteil, Spukabteil. Deshalb verrate ich dir ein Geheimnis. In der Abtei gibt es immer noch viele Schätze, oder hast du schon die alle gefunden? Was sag ich dir das dann überhaupt? Schade um die schönen Informationen. Auch gut, dann ist das Abenteuer kommt. Wahrscheinlich kann ich überall noch irgendwas sprengen. In allen Dingern für, mehr Insignien. Apropos, wie viel haben wir denn gerade? Eine. Geht natürlich dann nicht. Warte. Eines, glaube ich, können wir nämlich noch holen. Und zwar in Falkenhain. Mit Bomb, also mit dem Bomb müsste es jetzt gehen. Bombard. Plopp. Plopp. Und kann ich das bitte skippen? Das sieht nicht danach aus. Bombardem. Kann ich das echt nicht skippen? Okay, doch. Ach, Gott, ey. Dimbadimbadimbadim. Ja. Schneller. Da ist nämlich noch eins. Muss da irgendwie hinkommen, ey. Ich hab da nämlich so eine Idee jetzt. Nee.
geht nämlich nicht. Es hängt immer noch zu hoch vor allem. Ist es auch nicht. Dein fucking Ernst? Ein fucking Ernst-Spiel? Alle, die zu hoch sind, haben anscheinend drunter einen eigenen Block. Ich will nicht das ganze Spiel nochmal ablaufen. Irgendwie ein Level halt dann zum Schluss nicht auf. Fuck it. Das ist ja, aber wahrscheinlich dürfen zwei nicht aufleveln. Ich will Copio noch aufleveln unbedingt auf T2. Aber wir werden wahrscheinlich nochmal einen Companion kriegen. Wobei, was sollten der noch bringen? So, skip. Hatte man 6 oder 7 Companion im ersten. Man hatte 4 beim zweiten Part schon. Darf ich dein T-Shirt hacken? Was? Wieso mein T-Shirt? Mein Planet Express Shirt? Warum willst du mein T-Shirt hacken? Also, du kannst versuchen, es zu hacken, aber es ist recht analog, deswegen. Und ob du es haben darfst, wenn du es haben willst, ich hab's von QWERTY. So, dann muss ich mit dir wischen, nicht reden. Ja, ich möchte einsteigen. Darf ich bitte deine Fahrkarte sehen? Yep. Sei vorsichtig beim Einsteigen. Bitte zurücktreten. So. Wenn das eine Cutscene kommt, Abfahrt. Tschu-tschu. Und dann will ich die jetzt auch sehen. Die kennen wir nämlich noch nicht. Ich habe sogar ziemlich viele Shirts von QWERTY mittlerweile. Also wirklich viele, viele langsam. Das Planet Express Shirt bewegt sich nicht. Es bewegt nur das Universum um Dave herum. Richtig. So funktioniert nämlich der schwarze Materieantrieb. Kapitel 6. Reise im Glimmerliner. Okay, also das spielt sich im Liner ab. Unser Kapitel, oder wie? Also doch Mord im Glimmerliner. Ferris, kennst du das Spiel? Marius Abteil. Ich muss mich mal kurz ein bisschen so. Mal so jetzt. Das ist der Glimmerliner. Er ist schon etwas komfortabler als ein alter Fischkutter. Ah, warte mal, seine Stimme. Ich schätze den 3 Tagen. Oh, den 3 Tagen bis Bad Glimmer. Ich können wir durch den Gegensehen. 3 Tage. Oh, da auf dem Boden. Was zum Klabauter, Mann. Ach, da ist eine. Wow. Ach nee. Brich deine Reise sofort ab. Verlasse diesen Zug, sonst jage ich ihn in die Luft. Potzblitz, ein Drohbrief. Ob der wohl von dieser Rohlinger Hexe Brunhilda kommt? Egal, wer das auch war. Wenn das Ding hier liegt, muss der Täter noch im Zug sein. Finden wir ihn, bevor er irgendwas anstellt. Hallo? Eine Insignie. Jetzt hätten wir 3, ne? Ach, fick die Spiel. Ist doch scheiße. Wir sind im Abteil 5. Also, Zimmer 5 ist unseres. Okay. Ich speichere mal aus Versehen hier doppelt. Oder dreifach. Nein, kommt ihm jetzt nicht mehr. Bleiben wir erstmal in unserem Wagen. Zimmer 4. Wer ist denn unser Nachbar? Unser Nachbar ist nicht da. Ah. Der Schrank ist leer. Achso. Liebe diesen Command. 108 Stunden Mio. Holy shit. Dass du den magst, merkt man gar nicht. Also es ist so minimal. Dann könnte man denken, dass du ein bisschen Spaß hast. So, was ist denn mit mir im Schränkchen? Im Schrank befindet sich ein Trockenpilz. Toll. Einen trockenen Pilz. Eine Delikatesse. Unbedingt. Ach man. Irgendwas Cooles. So, Wagen 3. Zimmer 3. Oh, wer bist du denn? Ein Fetter. Ein Fetti. Im Schrank befinden sich mehrere Gourmet-Zeitschriften. Darunter befindet sich eine Sonderausgabe zum Glimmerliner. Auf der Titelseite ist ein Foto des Kochs mit strahlendem Lächeln. Bist du der Koch? Hallo. Zumindest einmal in meinem Leben wollte ich mit diesem Zug fahren. Und endlich habe ich es geschafft, eine Fahrkarte zu bekommen. Okay. Irgendwas Unsichtbares. Also unsichtbar vor allem.
was Verstecktes. So, nehmen wir den ersten Waggon oder den vorherigen. Das ist wahrscheinlich der erste. 02. Oh, warum bin ich hier nicht? Hier ist grün. Oh, hallo. Was hast du denn so da drin? Im Stock befindet sich allerlei Schminkutensilien. Yay. Oh, hallo. Mein kühner Kavalier. Was, eine Hexe? So mancher Mann hat mich schon Teufelsweib genannt. Aber als Hexe hat mich bislang noch niemand bezeichnet. Was für eine Frechheit. Ja, Verzeihung, Miss. Hallo, da Kieser. Kommt rein, erstmal gamblen. Nicht mal Hallo sagen, instant gamblen. Wer bist du denn? Ich bin der weltberühmte Schauspieler Star T. Vorletzte Dreharbeiten nach Bad Glimmerich. Übrigens, ich bin auf weiblichen Fernsehprogramme. Verstehst du, oder? Ja. Yeah. Im Schrank ist ein Foto von Star T sowie ein Handspiegel. Wow. Ja, da hat man gleich wieder. Weiß man gleich, wo man ist. Oh, ist das Zimmer 1 dann? Die Tür muss während der Fahrt geschlossen bleiben. Oh. Ah, das ist. Ah. Hat er einen eigenen. Nicht ganz einen eigenen Wagen, oder? Oh, safe. Nice. So. Gar Hallomble. Ja, hallo, der Kieser. Wunderschönen Abend dir. Hallo, hallo, Chef. Willkommen im Glimmerliner. Ich bin der Lokführer auf dieser Fahrt. In den kommenden 3 Tagen werde ich diesen Zug nach Bad Glimmerich steuern. Wie gefällt es dir an Bord? Der Komfort ist unübertrefflich, nicht wahr? Nicht nur rein optisch, auch das rhythmische Schaukeln ist einzigartig, oder? Pardon, pardon, pardon. Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Yep. Oh. Der Führerstand des Zuges. Hier gibt es Hebel und Schalter in allen Größen. Reicht das? Bom, bom. Oh. Batz, butz, batz, butz. Batz, butz. Da braucht man sich über Lootboxen nicht mehr wundern. Wow, vergleichst du mein Stream gerade mit... Wow. Danke, Fairus. Und der Kieser sorgt wieder dafür, dass die Leute Bananen haben. Okay, das war unser Waggon jetzt. Dann lass uns in den nächsten... Warte mal, kann ich die Vase nehmen? Es war Star T mit der Vase aus Wagen 2 in Zimmer Nummer 4. So. Viele Speicherdinger hier. Das ist leicht irritierend. Oh, wir sind mit dem Speisewagen. Oh, was? Ja, ja, ja. Teller und Servietten sind ordentlich eingedeckt. Teller und Servietten sind ordentlich eingedeckt. Ja, schön. Wunderbar. Herzlich willkommen in der Dining Lounge, also im Speisewagen. Manche Passagiere benutzen diesen Zug wegen unserer Küche. Auch der weltberühmte Filmstar Star T ist mit an Bord. Ah, ich hoffe nur, er kommt bald hierher. Ich bin nämlich ein großer Fan. Und der Koch ist ein Fisch. Darf ich den Koch essen? Hallo, darf ich mich verstellen? Nein, nochmal. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der verantwortlich für, das kulinarische Wohlergehen der Passagiere. Heute Mittag gibt es eine ganz besondere Spezialität. Du solltest sie probieren. Ja, vielleicht ein Spoiler, ein kleiner. Die Küche ist mit einem modernen Herd ausgestattet. Es ist blitzsauber geputzt. Ja, meine auch. Auf jeden Fall. Seltene Gewürze stehen in Reihe und Glied. Danke. Sieht die Möglichkeit zu gamblen? Und dann siehst du, wie es im Chat abgeht. Ja, ihr könnt auch die Bananen essen, so wie es der Kieser gerade gemacht hat. Offen. Ach, das ist ein Shop. Das ist ein Geschenk? Ich will das Geschenk. Hier gibt es ein Geschenk. Mysterium. Was bewirkt? Keine Ahnung, finde es heraus. Ein Mysterium kostet 3 Münzen. Ja, klar. Herzlichen Dank. Das will ich ausprobieren. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Gestehydrated Bot 1. Wow. Hier werden nämlich sogar Bots beschenkt mit Banner. Das ist so heldig. So, Zimmer Nummer 6. Oh, ich wohne in Bad Glimmerich, aber ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Du siehst aus wie ein Detektiv. Im Schrank befindet sich ein Kriminalroman. Oder du schreibst einfach nur darüber. Warum gebt ihr meinem Bot was? Mir und meinem Bot braucht ihr wirklich nichts geben. Ich habe über 500. Der Schrank ist leer. Ich fahre nach Bad Glimmerich, um ein wichtiges Geschäft abzuwickeln. Natürlich geht die ganze Fahrt
Auf Filmkasten, ne? Bin ich ein Glückspilz? Okay. Da gibt ihr Bots Bananen, ja. Jo, eine Baumfamilie. Ihr wollt den sprengen, ne? Bronzemut, so heiße ich. Wir sind unterwegs, um mir ein Geschenk zu kaufen. Gibst du das in Eisbrisch? Du bist Silber. Ja, Nachbar Glimmerich. Und für uns so ein gewisses Geschenk kaufen. Gott, ich hasse euch jetzt schon. Na, du bist doch der unbesiegbare Meister der Arena. Bomba Luigi, oder? Du wirst das auch noch, Bad Glimmerich. Ein guter Wort für einen Champion wie dich. Ja. Ein Sternsplitter. Der Schlank ist leer. Kiffstrom und Dave 0. Es geht. Man kann 0 machen. Oh Mann. Willkommen, Glimmerliner. Ich bin der Zugbegleiter auf dieser Fahrt. Du bist doch Mario aus Abteil 5, oder? Genieße deinen Aufenthalt. Was? Ein Drohbrief? Verstehe. Sollte mir das auffallen, werde ich dich verständigen. Darf ich bitte... Sad life. Ja. Hat die Banane in die Wasserflasche gesteckt. Ich mir den Nerven. Der kommt doch eh noch einmal die Stunde. Ja, gut. Oh. Ah, ich hatte mich so gefreut, auf Filmkosten etwas Leckeres zu essen. Schade. Was? Bin ich ärgerlich. Nein, eigentlich ist das schon eine echte Tragödie. Was ist los? Was ist los hier? Was für eine Tragödie? Mein Miststück. Was? Mein Miststück? Nein. Mein Meisterstück. Was denn? So. Sieht aus, als wäre das ein Fall für Inspektor Ping. Ich resümiere. Die Kartoffelsuppe wurde mitsamt Topf in einem unbeobachteten Moment entwendet. Soweit die Sachlage. Verehrte Anwesende, es handelt sich zweifellos ohne um ein Verbrechen. Ein Verbrechen? Ein Verbrechen? Wie bereitet man so etwas denn zu? Wow. Ich vergaß mich vorzustellen. Gestatten, Inspektor Ping, Privatdetektiv. Dieser Vorfall fällt also in mein Metier. Wie gewöhnlich werde ich diesen Fall im Handumdrehen auflösen. Der Dreh- und Angelpunkt dieses vorliegenden Verbrechens ist, dass der Täter die Suppe mitsamt Topf gestohlen hat. Das heißt, es gibt nur einen möglichen Täter. Dich! Was? Was? Ich? Was ist das denn? Ich bin unschuldig. Oh, Entschuldigung. Dann eine Probe für das große Finale. Wow. Kommen wir zur Sache. Dies scheint ein sehr komplizierter Fall zu sein. Kannst mir denken. Also. Was? Dann guck dir mal 6 bis 8 Stunden zu, ey. Was? Wie meinst du? Gucken wir mal 1. Fail? Was? Was? Wieso Fail? Versucht sich ein Gift? 1. Fail? Warum Fail? Achso, du kannst es dir nicht selber geben. Ach, jetzt darf ich's. Okay. Schnell Banane ins Couchmonster. Nein, der Kieser verschenkt eine Banane. Banane. An mich. Was? 1 Bananen. Eumel. Selber Eumel. Du willst also sagen, du weißt nicht, wer der Täter ist. Das willst du doch sagen, oder? Was für ein Unsinn. Geh zurück in mein Abteil. Ach, das war er. Du wirst also schnell in dein Abteil zurück. Sehr verdächtig. Der Täter ist Star T. Du! Star T auf. Kein Fall. Auch mit deinen unbegründeten Beschuldigungen. Du Gelbnase. Wow, jetzt wird's persönlich. Gelbnase? Gelbnase? Aber. Wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ja, der Fette. Ich muss nachdenken. Darf ich bitte gehen? Danke. Nein, das Couchmonster steckt von sich in der dritten Person. Ja, das ist wichtig. Und 6 bis 8 hinzu, 6. Ja, aber. Und? Hast du was gegen den Star-Hit-Rated-Bot? Ich glaube, kann nur ich ausschalten. Oder? Wir können nur der Broadcaster ausmachen. Der war hier, gell? Nee. Hier? Nee. Der war in meinem Abteil dann. Ach, hier. Eine Melone. Was? 001. Okay.
Du! Ja, dann können wir zerschiften. Okay. Oh, was soll das? Was? Wenn ihr einen Topf sucht? Ich habe keine Ahnung. Oder? Hey! So, ich jag diesen Zug in die Luft. So. Warte mal, komm ich auf den Tisch drauf? Nee, auch nicht. ich würde Schlotiff gerne meine 2 Melonen geben. Was? kannst du ja jede Stunde timeouten. Toll. Wenn es nicht die Zeit rausbekommt. Tja! Aber was ist, wenn Dave verdurstet? Ich verdurste nicht. Genau. Worüber sprichst du, Tomomo? Mag man jemand auf so Zeichen Boobs eingeben? Boom. Nein. Okay, er ist unschuldig. Verdammt. Oder? Nein. Ist er nicht. Man kann hier drauf. Verdammt. So, also zeichen Boobs. Genau. Was vom Eier. Blank ist leer. Warte mal. Wenn der verrostet, klauen wir seinen Gamecube. Nein. Nein. Ich habe wirklich ein Testament. Alle meine Sachen sind geregelt. Kann nie zu früh eins haben, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ah, versteckt er irgendwo irgendwas? Verdammt! Kann ich ihn wegpusten? Nein, ihn. Oh. Sieht aus, als würde er pupsen. Wenn dein Gamecube verdurstet, klauen wir ihm seinen Dave. Darf ich jetzt anfassen? Dave unterschwellig zum Dehydrieren. Zum Hydrieren. Was meinst du nicht, wenn dann dehydrieren? Ferdos? Wow, Mio! Du Spoiler! Hast du eigentlich Divi dem Bot hinzugefügt, weil ich wollte es machen, aber dann kam die Meldung, er wäre schon hinzugefügt. Hast du das? Nur so eine Frage. Gib mir 20. Na dann ist. Nein, außer du willst, dass wir deinen Cube klauen. Ach so. Ah, du bist einer von den Guten. Okay. Wenn wir, kann man sich gerne im Twitch-Chat nie so sicher sein. So, was haben wir hier? Im Schrank befindet sich im Kriminalroman. Ach, okay. Ich war er selbst. Verdammt. Der Schrank ist leer. Da ist doch irgendwas. Da. Da, diese Balken. Irgendwas ist mit denen. Stimmt was nicht. Okay, vielleicht doch. Vielleicht ist doch alles normal. Erstens war kein Spoiler. Zweitens weiß ich nicht mehr, wie das geht. So, okay. Du kannst, glaube ich, einfach Hydrate und dann den Channel-Namen machen. Wenn du auf den Stay Hydrated-Bot klickst und in den Channel gehst. So. Danke, Slayer. Mist, die Kack. Der Jum. So, warte mal. Hier ist der Gepäckwagen. Verzeihung. Aber wir haben leider keinen Zutritt. Verpiss dich.
Webcam. Was wissen wir, dass das Gepäckware gegeben ist? Da haben wir die Kanalbestellung. Alle Commands. Sinn! Ausrufezeichen Commands. Genau, da Kieser macht's gerade. Commands mit S am hinten. Plural, danke. Ich bin immer gut. Es gibt keinen Beweis für das Gegenteil. Krasse Lüge. Also wenn wir einen Clown, wenn der Gamecube verdurstet, was? Ich bin immer noch dafür, dass es der Gamecube ist. Weil Cube-Würfel, der Würfel. Genau. Genau, meine Meinung zum Thema Hosen. Ganz wichtig. So. Okay. Nein, Unsinn. Na gut. Diese Gelbnase ist irgendwie verdächtig, ziemlich verdächtig. Eine Kartoffelsuppe, schnüff. Du lungerst hier schon die ganze Zeit herum. Verdächtig, sehr verdächtig. Herrschaften, der Täter ist entlarvt. Er lungert schon die ganze Zeit verdächtig herum. Der Täter ist niemand anderes als du. Du leugnest. Wenn das so ist, dann wirst du den Täter suchen. Deine Unschuld geht erst dann als bewiesen, wenn du ihn gefunden hast. Ach, ich hätte das vorher machen sollen. Verdammte Scheiße. Okay, nochmal zum Fetten. Hose, genau. Hype. Augsburgerisch des Gamecube. Das ist der Gamecube, ne? So, wir waren 5, ne? Möchte man uns den jetzt unterjubeln? Nur mal so. Schlange ist leer. Okay, wunderbar. Wunderbar. Wir sind's nicht. Was? Einer fehlt bei der Command-Liste. Was? Welcher fehlt? Welchen habe ich vergessen? Ich habe versucht zu überarbeiten. Welchen habe ich wieder vergessen? So, Dicky. Findet sich im Hintergrundzeitschriften. Ja, ja. Verdammt! So, du jetzt. Oh, was soll das? Was? Top sucht? Keine Ahnung. Da, da. Nimm dies. Nein. Der Timeout-Command. Ey, der soll ja auch nicht so publik sein. Das ist beabsichtigt, dass der sogar fehlt. Das sieht jetzt blöd an, aber er wäre der unten. Nein, das funktioniert nicht. Den Streamer und Mods kannst du nicht timeouten. Wieso versucht es jeder? Also natürlich, ich würde es auch machen. Oh Gott, stimmt! Geheime Bodenplatten! Ja, ganz vergessen. Eat. Ah ja, hast eine Banane gegessen. Oh, den habe ich ganz vergessen, den Bodenplatten. So. Und hab Sitz bestimmt. Nee. Ach, scheiße. Gehen wir nochmal zu Start-T. Oh, Mann. Die dummen, unsichtbaren Bodenplatten. Ach Gott, wie konnte ich die vergessen, ey. Dann warst du nochmal. Ah ja. Die fesche Dame. Schminkutensilien, hallo. Was ist denn das für ein Aufruhr? Wie bitte? Der Topf mit der Kartoffelsuppe? Und zur Zeit auf Diät. Eine solche Kalorienbombe würde ich mir nie gestatten. Du hast bestimmt heimlich gesündigt. Auf deine Diät geschissen. Deswegen bist du so fett und passt nicht in dein Kleid. Gott. Nein, nicht nochmal mit dir reden. Verdammt. Ich schwote. Das schaffst du gar nicht. Ich bin mehr als eine Familienmahlzeit. So. Bots gehen. Nope. Couchmonster geht auch nicht, weil es ein Mod ist. Also Bots gehen. Ja genau, also Bots gehen. Das stimmt. Aber nicht, wenn sie gemoddet sind. Ein Foto. Ja, das kennen wir schon. Ich will auch einen grünen. Hier. Ich will da Rot haben. Marke Rot nicht so. Gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfarben. Hab ich eigentlich irgendwas Rotes hier? Ja, eine Tasse sehe ich von hier in der Küche. Das ist offiziell bestätigt. Rot dafür ist eine Banane. Ich möchte nicht darüber reden. Was? Worüber reden? Ach so. Ach, okay. Ja, okay. Ha! Ein Sternsplitter. Aber das war nicht alles. Wetten? Bam. Warte mal, was haben wir denn da? Kann ich das anschauen? Nee. Kann ich das anschauen? Oh ja.
Ankunft Tulpenbach. Zweiter Reisetag, später Nachmittag. Ankunft Bad Glimmerich, dritter Reisetag. Okay. So, was? Ein Drohbrief hast du bekommen? Ich kann hier leider nicht weg. Hätte ich dich mit dem Zug geleitet. Du findest ihn im letzten Jahr, den hatten wir schon. Blablabla. Was? Achso, okay, geht's auch nochmal, okay. Na gut. Was ist da? Achso, ein Hebel, der da wackelt. Achso, er gambelt wieder nur. Dann waren wir hier überall. Bestimmt irgendwo versteckt. War eigentlich so offensichtlich wahrscheinlich. Aber irgendwie geht er wahrscheinlich in der Masse unter. Auf dem Boden befinden sich Spuren. Das ist ja der Kartoffelsuppenspuren. Ganz bestimmt den Täter finden, wenn wir diesen Spuren folgen. Ist das ja sogar dasselbe, den Drohbrief geschrieben hat? Naja, wie ich drauf komme? Sicher will er sich stärken, bevor er uns fertig macht. Waren die Spuren vorher schon da? Ist ja doch der Fette, sag ich doch. Oh, was gibt es denn? Was? Auf dem Boden sind Spuren. Ach, verdammt, kann ich irgendwie zurück? Oh, ja. Der Topf mit der Kartoffelsuppe. Nur weil ich ein bisschen vollschlank bin, beschuldigt er mich ohne jegliche Beweise. Was? Auf dem Boden sind Spuren von der Suppe. Das war echt ein Zufall, dass wir übrigens zurückkommen. Nein, ich weiß von gar nichts. Aber da steht, euch in meinen Schrank zu suchen. Da ist nichts drin. Familienzeitschriften, Glimmerliner, auf der Titelseite, blab. Hinter den Zeitschriften ist etwas versteckt. Einen Suppentopf erhalten, keine Spur mehr vom Inhalt. Es wurde alles aufgegessen. Verzeiht mich, ich habe alles aufgegessen. Die Suppe hat dir also gut geschmeckt. Dass du uns unbedingt mehr essen wolltest, Aber dann hast du einfach unbemerkt die Suppe mitsamt dem Topf gestohlen. Genau so war es. Es überkam mich ganz plötzlich. Bitte verzeiht mir. Eine schändliche Tat. Aber kann man. Den Täter wirklich verdammen? Wie diesmal lassen wir die Sache auf sich beruhen. Ah, ich hoffe, so etwas kommt nie wieder vor. Und nun zu dir. Ja, du, mit dem Schnauzer. Es scheint, als hättest du dieses Verbrechen aufgeklärt. Was diesen Brief betrifft, den du in deinem Zimmer gefunden hast. Ich habe eine Nachforschung angestellt. Wo weißt du denn her? Und mit dem Zugbegleiter gesprochen. Woher weißt denn du das jetzt bitte? Ah, komm in mein Abteil Nummer 6. Dort können wir ungestört reden. Oh, nämlich nicht so ganz. Wupp, Dave. Hallo, der Boon. Hallo. K. 5 noch? Was? Ey, 5 noch? Was? Brauch noch 3. Was? Ich mach minus beim Glücksspiel noch möglich. Also, oh Gott. Ich hab so viel geschrieben. Ah, Moment. Ich muss. Ach, gegambelt. Na, oh, aber hast verloren, deswegen. Gift der Boon 1. Und weiter gegambelt. Ach, und bring doch bitte dem Koch seinen Kopf zurück. Topf. Dem Toch seinen Kopf zurück. Ja, mach ich. Sag doch, der Fette. Das ist ein Kinderspiel. Das muss irgendwie offensichtlich sein, ne? Das ist immer der Dicke. Deswegen ich war's. Ich geb's zu. Ich hab den Topf geklaut. Hatte Hunger. Oh Gott. Apropos, ich hab wirklich Hunger. Oh Mann. Wie gesagt, 10 Bananen für denjenigen, der mir Essen vorbei bringt. So. Hast du den Täter gefasst? Ja, hier dein Topf. Oh, ich bin entzückt. Das ist ja mein Topf. Er ist zwar leer, aber ich bin froh, dass er wieder da ist. Vielen, vielen Dank. Tja, ein kleines Dankeschön. Schwimm bitte. Was? Nimm bitte. Oh, ein Sternsplitter. Sweet. Warum gebt ihr mir? Ich. So, damit ein für alle Mal. Guckt mal. Wie mache ich? Bananen. So. Bin dumm und blöd. Bananen. So. Ich habe genug Bananen, wie ihr seht. bitte. Ja. Kann auch voll gut tippen, also schneller. Deswegen meinst du schneller, okay. Ich habe genug. Wenn mir deine Adresse gibt, bringe ich dir was vorbei. Du bist davon ausgenommen, vor dir habe ich Angst. Wagen Nummer 6. Hi. Endlich. Ich habe dich schon erwartet. Es war gar nicht schlecht, wie du diesen Fall gelöst hast. Der Täter ist allerdings leider nicht der Verfasser des Drohbriefs. Zumindest wurden in seinem Zimmer keinerlei entsprechende Hinweise gefunden. Übrigens habe ich den Eindruck, dass du ein sehr begabter junger Detektiv bist. Nun gut. Von nun an sollst du mein Assistent sein. Was?
Aber zuerst soll ich mich nochmal ganz offiziell vorstellen. Mein Name ist Ping, Inspektor Ping, aus Bad Glimmerlich. Man nennt mich auch den Mann mit dem Superhirn. Du hast bestimmt schon einmal von mir gehört. Nö. Und du bist... Nein, warte. Lass mich herausfinden, wer du bist. Dieser Bart, diese Nase. Ich hab's, du bist der berühmte Luigi. Wow, ich fotze dir gleich rein. Oh, ich habe schon viel über dich gehört, Luigi. Aber zurück zu diesem Brief. Der Täter hat angedroht, den Zug zu sprengen. Ich glaube, wir sollten diese Familie im Auge behalten. Was denkst du? Wie auch immer, Luigi. Wir werden diesen Fall gemeinsam lösen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn gerade so sehr, sowas. Du sagtest, du hast Hunger, da wollte ich dir was zu essen geben. Ach so. Banane. Ja, okay. Hat Angst vor dir? Bist du gefährlich? Ja, Mio ist... Ist es Abend? Ja. Ah, übrigens. Also gut, Luigi, der Täter hat angefangen, den Zug zu sprengen. Ich glaube, er soll nicht so... Blablabla. Übrigens, findest du das nicht auch, dass hier irgendwie nach Schwarzpulver riecht? Ach du Scheiße. Wenn wir die Fenster aufmachen. Warum ist es jetzt so grünlich? So. Bomber Luigi. Ja, das... hält uns ja für den... Die sind am gefährlichsten. Gefährlich, was? Die sind am gefährlichsten, die gefährlich sind. Und sich hinterher nicht dran erinnern. Ah. Da komme ich jetzt 4 Bananen. 10, sorry, was? Achso, ich hätte von Real Life essen, so. Irgendwas. Essbar was. Das ist auch Angst vor Jenny. Nein, das ist... Ich sag mal so, jeder, der nicht streamt, braucht keine Angst vor Mio. Also ich habe bei Mio wirklich Angst, dass ich irgendwann einen Herzinfarkt kriege. Ich hatte mich so auf das Mittagessen auf Firmenkosten gefreut. Dafür werde ich mir aber auf jeden Fall ein gutes Abendessen leisten. Ja, auf Firmenkosten. Hat eben keine Angst mehr vor Jetty Mio. Der fragt wirklich was zu essen. Ja. So, könnt ihr aber bitte... Aber nein, was? Was? Natürlich, wir müssen... Es muss an seine eine noch Zukunft wertvolleres denken. Geschenke, was? Papa und Mama streiten über mein Geburtstagsgeschenk. Und mir ist so langweilig. Oh Gott. Ein Studiensatz zur Talentförderung wäre ein kluges Geschenk für Bronzmut. Das ist zu unscheinbar. Es muss viel wertvoller sein. Ein Auto oder ein Haus. Oh Gott. Aber ist es noch zu früh? Du bist doch nur auf der Ansehen bedacht. Ein Studiensatz wäre viel besser für seine spätere Karriere. Ui. Hören mir nicht zu. Das will ich alles nicht. Was willst du denn? Hattest du keine Lust, jetzt mehr zu kämpfen? Bist du jetzt ein Detektiv geworden? Was? Na dann, finde doch heraus, was ich mir wirklich wünsche. Okay. Wirklich? Wenn du mir bringst, was ich mir wünsche, gebe ich dir auch etwas. Ich gebe dir einen Hinweis. Das, was ich mir wünsche, beginnt mit einem A. Ameise. Du bekommst noch einen Hinweis. Ich möchte ein Autogramm von jemandem. Okay, got it. Gut. Oh Gott. Dann sollte mal der Streamer Angst vor Mio haben. Ja. Die Hälfte meiner Subpunkte sind von JT Mio gemacht worden. Das ist das Problem. Also ich habe. Bin mal sehr überfordert, wenn er das macht. Weil ich das ausgesprochen habe, habe ich noch mehr Angst gehabt. Hätte auch gerne ein Auto geschenkt. Wenn du auf dem Land wohnst und 18 bist, kriegst du in der Regel zum 18. ein Auto und den Führerschein. So war's bei mir. Schenkt der Buhn ein Auto. Ich hab keine Angst vor dir. So, yay! Und deswegen, statt der Himmel, kann einem wirklich leid tun. Das ist eigentlich, dass er später einmal... aha. Weil er doch so viel Geld hat. Ist das nicht gerührend? Will er ein Autogramm vom Vater? Warte mal, nur weibliche hieß es, ne? Aber wir haben den Fall gelöst, vielleicht kriegen wir es. Offen. Ah, ich komme wahrscheinlich später hier nicht mehr rein, wenn es dann Nacht ist, oder? Wahrscheinlich. Oh ja, ich hoffe, niemand verschenkt immer allen möglichen Leuten Subs für meinen Stream, wenn nicht auszudenken. Ey, es ist schon echt cool, aber ich bin halt unglaublich überfordert, wenn ich jemanden Sub. So, ein paar Subs, die ich verschenkt habe. Paar! Ich gebe euch paar. Paar hinter Löffel. Nein, Spaß. Komme damit einfach nicht klar, deswegen ist das für mich wie so. Es ist ja alles. Also ich habe nichts gegen diesen grünen Schimmer, aber. Oh ne, das war die. Warte mal. Du warst es auch nicht, ne?
Mein kühner Kavalier, wie du diesen schwierigen Fall gelöst hast. Umwerfend. Ich würde dich gern um deine... Oh, jetzt wollen alle irgendwas von mir, ja. Oh, wirklich? Also, worum es eigentlich geht? Den goldenen Ring suchen. Oh, ja. Bin in deiner Schublade liegen lassen. Nein, ja. Will jetzt jeder irgendwas von mir? Oh, bitte nicht. Was? Ich habe auf dem Land gewohnt und hast eben kein Auto und nur ein Motorrad. Das muss ich selber kaufen. Mein Motorrad muss ich auch selber kaufen. Wenn meine Familie gesagt hat, nee. Das Geschenk, ein Autogramm von mir. Und unterwärtslich, aber ich vergebe den Autogramm. Gib mal an. Kleiner Müll. Das habe ich mir eben schon nicht mal finden, sonst explodiert er wirklich noch. Komm, nimm mal sie. Das ist Geschenk. Programm von mir. Und unterwärtslich. Oh, der Kleine sagt, er wünscht sich etwas von jemandem, den er bewundert. Wir sollten es schnell finden. Achso, dann ist es doch der. Statt ich finde, Saya Lin war schlimmer ist. Ja, gut. Saya war... besonders. Das war... interessant. So. Ein Autogramm von mir? Für den kleinen Besonzenmut? Aber natürlich. Also. Blablabla. Lokführer-Autogramm. Wir hören, dass der kleine Autogramm von mir will. Dim. Speichern noch mal. Ich trau irgendwie dem Ganzen. Warte mal. Den Ring vorhin, der war auch sehr klein, ne? Blub. Kann ich im Shop, oder? Kann man User eigentlich komplett von seinem Channel sperren, dass sie nicht reinkommen? Weil dann würde ich sagen, ja, glaube ich, gleich mal aussperren. Das kriege ich echt noch einen Herzinfall irgendwann. So. Nein, nicht böse gemeint. Okay, kein Schaden. Jetzt muss man mit allen nochmal reden, weil Hunger. Jetzt hört doch auf, weil Hunger essen. Das ist doch alles scheiße. Oh Gott. Soll ich meistens Stream aus dem Stämme essen? Hab doch extra was gegessen vorher, Mann. Ja gut, ich habe gestern aber auch nichts. Ich habe gestern wirklich nur 2 Lebkuchen gegessen. Und die irgendwie auch recht früh. Was kann ich, warum? Warum habe ich. Ja, gestern ging es mir nicht so gut, deswegen. War zu kaputt und müde zum Essen. Bla, Gourmet. Nee, alles gut. Gerne mir das Nacho-Salat nun. Wieso hat denn jeder von euch so geiles Essen? Was ist denn los? Das ist doch. Achso, das. Ach, das ist nur das Ding von. Das Wedelteil. Vom. Von der Lampe. Trunk is leer. Oh Gott, oh Gott. Stay hydrated, Bot. Versagt. Tja. Jetzt war da. Ja, okay. Das ist wirklich exakten Stundenabstand. Interessant. Daher kommt schon nicht zu dir. Das sage ich schon. Gut. Danke. Also das war jetzt unseres. Hat sie den Das bei uns war auch nicht, ne? Das ist deine 400 Bananen. Wenn ich so könnte, das du für mich mit. Ja, unbedingt. Nutella-Brot. Ah, ne, Nutella-Brot oder was? Geht weinen. So. Hat sie den vielleicht irgendwo hier vergessen? Nee. Liegt er vielleicht hier? Ne, ja, ist ja gut. Danke. Im Shop vielleicht? Hier vorne? Nein, hier ist er nicht. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Doch, da hieß er, das Leben hat immer einen Sinn. Und zwar Ringe zu finden. Ne, was? Doch, ein Ring war es, ne? Ja. Na gut. Plopp. Ja, schaffst du es, in den Farben zu schreiben? Slash me vor deine Nachricht. Genau, mit einem Slash davor und dann deinen normalen Text. Dann ist die deine Nachricht in der Farbe von deinem Namen. Bin mir nochmal an. Gut. Nope. Slash me, genau. Bank ist leer. Ich bin halt echt im einzigen roten Abteil.
Och. Wahrscheinlich hat er. Kannst du mir bringen, was ich mir wünsche? Yep. Bingo, du hast es erwarten. Du bist ein Superdetektiv. Und das ist für dich, wie versprochen. Wenn er es den Ring hat, dann nimm Signe. Vielen Dank für das Autogramm. Werde gut, das aufpassen. Oh, ich habe mit den anderen gar nicht geredet. Ach nein, vergessen. Es ist jetzt Nacht. Hallo Mario. Eine seltsame Sache ist mir gerade wieder eingefallen. Von den Decken, die... Was? In den Passagieren fehlt eine. Ich habe dann meine eigene Decke abgegeben. Was? Aber eigentlich bin ich ganz sicher, dass ich richtig gezählt hatte. Könnte das so sein, dass sich jemand ohne Fahrkarte im Zug befindet? Vielleicht ist das ja auch derjenige, der den Drohbrief geschrieben hat. Wenn du ihn nicht findest, muss ich die Leute ohne Decke... Muss ich heute ohne Decke ins Bett gehen. Also bitte finde den blinden Passagier und finde meine Decke. Ja. Oh Gott. Die hab's wie gesehen. So, ja. Ups. Ach, Tatsache. Was? 100. Was? Mio verschenkt 100 Bananen an der Kiese. Okay. Punkt geht's auch. Echt? Okay. Lecker, besonders mit Soße. Was? Dankbar und reich. Umarmt mal alle. Wieder einen Sinn. Oh Gott. Vielen Dank. Ich bin hier, falls du hier noch Fragen hast. Ja, ich möchte jetzt endlich mal da. Ich hasse dich so sehr. Also, den da. So, streiten die Eltern jetzt eigentlich immer noch? Okay. Studien. Ja, okay, danke, danke, danke. Tschüss. Warte mal. Der Schrank ist leer. Na gut. Jetzt ist es Nacht. Also, mit jeder Aktion vergeht ein bisschen was. Hat sich was für riesige Arme da im Arm kann. Vor allem mich dann, ne? Heute werde ich noch meine Unterlagen sortieren. Aber morgen lasse ich es mir gut gehen. Schau mich bitte nicht. Okay. Hattest du? Nichts, gell? Ja. Wir sollen die Decke finden. Was soll ich denn jemanden finden? Boah. Niemanden. Diesen niedrigen, gewöhnlichen Menschen. Wow. Wie soll ich hier jemanden finden? Und wo ist dieser dumme Ring? Mann. Ja, Gamble. Schön. Platz. Ist nicht nieder und gewöhnlich. Nee, das stimmt. Also, niedrig bist du schon, aber... Ja, gewöhnlich bist du auch nicht. Das ist... Du bist nur niedrig. Mann! Warte mal. Okay, wir nehmen Ayrona auf jeden Fall. Irgendwo versteckt sich doch jemand, Herrgott. Post. Welt der Käse für einen besonderen Menschen. Hat's mit der Buhn verwechselt und verkackt. Ja, was? Hört, dass der Kieser niedlich ist. Findet der Buhn toll. Jeder Mensch unterschiedlich ist. Gene und so. Ach, Gene, na. Wir sind von Gott. Wir kommen alle von Gott. Dieses Gengebrabbel von diesen Philosophen ich komme gar nicht drauf. Wissenschaftlern, alles bloß blödes Gebrabbel, ja? Der Kieser wird ganz rot. Puh, steh dich weg, Toad. Weg mit dir. Okay. Ich bin irritiert. Alle Klone von Gott. Genau. Ich die Kerze auspusten. Oh, wirklich nicht. Ordentlich gedeckt. Was ist die Fresse? Also Inzest. Exakt. Adam und Eva hatten nämlich zwei Söhne. Tja. Spammt gerne den Buchstaben D. D? Nein, ich sag nichts. Ich sag überhaupt nichts. Nope. Halt mich heute mal komplett zurück. Ich war gestern beim guten Holzi schon. Genug trollig unterwegs.
Mal auf die Lampen achten. Irgendwo ein Schatten, das bin mal wieder weg. Download und Installation abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Liebenden. Oh, was hast du dir denn runtergeladen? Und was spielst du denn? Wenn mir das noch sagen willst. Aber und tschüss. Bis dann. So. Bin ich auch schön an der Wand? Kain erschlug Abel und ging nach Osten. Und nahm sich da eine Frau. Warum liest niemand, wie es in der Bibel weitergeht? Ja. Welche Frau er denn wohl genommen hat? Sag mal! Was soll denn der sein? Paladins. Ah! Paladins. Soll wieder ein Stream sein. Ah, du streamst! Dann viel Spaß und viel Glück. Motor wegpusten. Oh, was soll denn hier jemand sein? Blinder Passagier. Die wie der Vorname eines schönen, netten, reizenden Streamers. Das war auch. Schön. So. Gehen wir die Zimmer nochmal durch. Boost. Ist das bestimmt jemand versteckt? So ein reicher, blöder Snob und denkst dir, du kannst dir hier alles erlauben, ne? Ach, irgendein. Was? Nomadendame halt. Ja, aber was für eine Nomadendame denn bitte? Adam und Eva waren die ersten Menschen, ja? Sie hatten zwei Söhne. Ergo, es gibt vier Menschen. Wo kommen die anderen denn her? Ist das belegt? Die Bibel ist immer noch ein kreatives Fantasiebücher. Eines der kreativsten, ja. Das auf jeden Fall. Die guten... Fände mein goldenen... Halt die Klappe. Ja, Schminke. Ich will aber mal alles kaputt machen hier. Wer verdient eigentlich an der Bibel? Wahrscheinlich nur die Kirche. Wenn überhaupt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist doch spottbillig. Wir waren einfach da. Die Bibel geht gar nicht drauf, genau drauf ein. Ach, Boob-Command. ist eine gute Frage. Wer das meistverkaufte Buch? Ja. Ist ein Gott. Ist Gott, ist ein Gott. Hm? Wahrscheinlich hast du den... Vorhin habe ich Geräusche aus dem leeren Abteil neben mir gehört. Ich bin rübergegangen, aber da war niemand da. Bin also hier zurück. Und verdammt, habe ich wieder etwas gehört. Brr. Got it. Wie ist... Das da. Okay, 04, also zwischen uns. Okay. Dank ist leer. Irgendwo hier. Ne? Also verdient, wer auch immer, ist verkauft. Also die Verläge. Wopsi! Was für ein Gott bist du denn? So. Hallo, Geist? Plopp! Ihr habt mich entlarvt. Ihr seht es also, ich bin ein Geist. Verdammt auf dieser Erde zu wandeln. Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat tatsächlich eine gebracht. Er hat gar nicht bemerkt, dass ich ein Geist bin. Ein Drohbrief? Nein, davon weiß ich nicht. Könnte nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was, ich soll die Decke zurückgeben? Wenn du mir eine bedürfst, gebe ich sie dir. Willst du? Ja. Ich wünsche mir dein Leben. Das war natürlich nur ein Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Abteil mein Leben ausgehaucht. Mein Koffer befindet sich irgendwo noch im Gepäckwagen. Im Koffer ist ein Tagebuch, oh Gott, das ich schon seit meiner Kindheit geführt habe. Kann diese Welt nicht verlassen aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich nicht aus diesem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen bringen. Wenn du es mir bringst, hast du die Decke zurückbekommen. Gott,
Du darfst das auf keinen Fall lesen. Wenn du es liest, schreckliches wird dann mit dir geschehen. Ja, ja, ist gut. Gott. Und diese Geister. Ah, ihr gambelt über alle nur. Schöne Zahl, 505. 404 wäre cooler. Ich hab mal in meinem Zug in seinem Abteil geschlafen. Hab ich mal in solchen Abteilen in einem Sonderzug im Eishockey betrunken. Vor allem in einem großen, leeren Wagen mit der Theke. Also Alkohol ist natürlich böse, ihr solltet nie Alkohol trinken, wollte ich damit sagen. Ich war noch nie betrunken, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Hast du etwas gefunden? Ja, was? Ein Geist? Brrr. Und er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch hast, im Gepäckwagen holst? Gut, dann geh hinein. Er glaubt's mir halt einfach. Dein verstorbener Opa ist übrigens auch da. Er hat gesagt, du sollst aus dem fahrenden Zug springen. Was? So, Food. Food, 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 Food. So. Aber du hast Bibelverlage. Die Zeugen Jehovas, so, haben ihre eigene Fassung. Verkaufen und haben Verkaufsquote. Warum weißt du sowas? Wen kümmert sowas? Er hat mal ein Arbeitskollege von mir gesagt, wer kümmert? Schnisch hoch. Okay, ich kann aber in den Käfig hier rein. Interessant. Kann ich aber sprengen? Komm. Boom. So, na gut, dann gehe ich halt alles zwischendurch. Oh, da liegt wirklich was. Tagebuch, oder? Ein Tagebuch erhalten, ein altes Tagebuch. Das Geistes, lesen verboten. Es lag offen rum. Hey, was ist denn? Sind das normalen? Also wichtige Items. Haha. Willst du das Tagebuch lesen? Ja. Du wirst vielleicht verflucht. Willst du es wirklich lesen? Ja. Du sollst es lassen. Schrecklich, was wird passieren. Willst du es wirklich lesen? Ja. Montag, ein bewölkter Tag. Heute bin ich in den Zug gestiegen. In diesem Zug. Ja, du hast es gelesen. Ach, scheiße. Ja, bin ich gewarnt. Solchen wie dir ist nicht zu helfen. Fuck. Scheiße. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist das Tagebuch, wenn es geht? Ja. Vor dem Zug. Ne, geht. Ah, okay, ich hatte hier gespeichert. Ach. Danke, Mio, fürs Auslachen. Ich hoffe, du hast deinen Spaß. Gutes Gedächtnis, ohne Wispige. Und das erledigt sich von selbst. Ja, aber, wo zeigen Jehovas? Ernsthaft? Das wurde es gewarnt, ja, ich weiß. Bitte? Oh nein! Scheiße! Ach! Aber... das Autogramm haben wir nicht mehr, oder? Gut. Und wir haben auch noch sie ausgerüstet statt sie. Ja, okay, okay. Kann man übersehen. Drei Warnungen. Vier. Ja, ja, es ist. Ich habe nicht genau gelesen, was da steht. Ich habe einfach nur, ja, möchtest du weiterspielen? Möchtest du weiterspielen? Ja, ja, klar. Bist du dir ganz sicher, dass du weiterspielen möchtest? Ja. Ach, Mann. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Gut, dann lese ich es halt nicht. Stopp. Hi. Oh, ja, hallo, Geist, ja. Leben, ja, ja. Er hat nicht mal gelogen damit. Ja. So, was? So breit ist kein Zug. Ein Astronautzug, was? Was? Wie, was? Wie breit Zug? Was bist du? Redest du da, Kieser? Astronautzug, was denn? Mein Zug ist breit. Was für ein Zug? Was? Ich darf ich nicht, worüber ihr redet. Ich bin irritiert. Ihr brabbelt doch alle nur.
Alle am Brabbeln. Brabbel, brabbel, brabbel. Was brabbeln wir denn heute? So. Ja. Bla, bla, bla. Ja, danke. Und dein toter Opa will immer noch, dass du bis zum Pfannenzug springst. Aber sonst ist hier halt echt nichts, oder wie? Kann doch nicht sein. Hinten ist doch noch was. Ich will da hoch, verdammt nochmal. Was? Die vielen Bahnhöfe. Ja, wir lesen es diesmal nicht. Bring die Decke dahin. Warte mal. Ab, halt, 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 halt. Ist hier noch irgendwas anderes? Gut. Oh, warte mal. Kann ich euch kaputt machen? Nee, verdammt. Na gut. Die vielen Bahnhöfe. Das sehr. Das ist gefunden. Ach, zum Glück. Ich kann leider nicht hier weg. Bitte mal, bringe meine Decke wieder. Ja. Aber ich würde zu gerne wissen, sind die Tagebuch. Nein! Die Fresse! Wow! Spiel! Ist halt auch noch ein. Wow! Was? Na? Bist du als Mario nicht gerade in einem Zug? Was ist das denn? Also doch, das ist ein Zug, ja, aber was? Was? Trink den Wein. Was für ein Wein? Was für ein Wein hier nicht wieder? Den Turm, wo gruselig. Versteckt sich hinter Ferris Animus. Er steckt nicht. Was? 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 Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe den Kontext verloren. Oh, ich werde mit meinem. Mit allen Frauen. Hast du mein Tagebuch gefunden? Ja, hier, nimm. Wirklich mein Tagebuch, das hast du wieder haben, wie versprochen. Eine Decke erhalten. Wie kannst du das jetzt eigentlich anfassen? Ich dachte, den Stift kannst du nicht halten. Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre etwas Schreckliches mit dir passiert. Ja, echt? Was denn? Nun kann ich beruhigt von dannen gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. Wirklich. Ich habe es mir an, das Überleben war aufwendig. Ich war so lange in diesem Abteil, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will. Okay. Du solltest vielleicht akzeptieren, dass du tot bist. Da waren grüne Flächen im Gepäckabteil. Grüne Flächen? Im Gepäckabteil? Ich hab dort Sprung nicht eingesetzt. Den hier. Plopp. Der Bär. Zwischenfrage. Fallchen in Dr. 2 war gut für Dex. Ja. Ist das ein Zweier? Bob, wirklich? Das sollst hier modden. Ladies and Gentlemen, mein Mod spielt lieber Dark Souls 2, anstatt bei mir zu modden. Wer kann es ihm verübeln, dass es Dark Souls? Mario, wie war es? Hier die Decke. Dies ist ein Gaming-Chat. Benutze doch zumindest das Wort Joystick. Wow! Super fair. Das ist gut. Boah, Junge. Ich mach so 24 Uhr noch mein Event. Was? Event? Heat-Train? Was für ein Ding? Wo abholen? Was? Ja, dann tu das. Ja, aber der versteht ja nicht mal die Anspielung. Mein Zug ist dick. Ach Gott, okay, ja, doch, jetzt. I got it. Jetzt hab ich's mit dem Zug gerafft. Join together. Ja. Pass auf. Ja. Gerade den Last Giant. Nee, ist ein optionaler übrigens. Du bist zum Pursuer. Und viel Spaß. Hier gibt es ja sowieso nichts zu modden. Ja, und ich kann eh jederzeit selber modden. Deswegen, blub. Selbst sobald irgendeiner hier mit rechtsradikalem Zeug da ist, werden wir halt gucken, ob Bob oder ich schneller bin. Aber. Ich glaube, ich dürfte schneller sein momentan. Bob müsste es raus haben und blalala. Egal. Vielen Dank. Damit werde ich die Nacht durchhalten. Nein, du sollst mich durchlassen. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Lobbriefs. Oh ja, stimmt. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön. Der Ring? Pilz. Abgesehen davon ist es schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Mach dir keine Sorgen. Sollte etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Oh, der Zug ist explodiert. Wach mal bitte auf. Ich glaube, das sollte ich mitkriegen. War ein optionaler. Yep. So hier, mein optionaler. Okay, Gamble. Dies bin ich, ein sehr erfahrener Zugbegleiter.
Ich traue ihm jetzt gerade nicht. Er hat irgendwie auch so ein Team Rocket Shirt an, ne? Er könnte bei Team Rocket sein. Wir haben aber den dummen Ring immer noch nicht gefunden. Ist er jetzt im Bett? Nee, auch noch nicht, ne? Darf ich jetzt eigentlich da durch? Darf ich nochmal ins Gepäckabteil, bitte? Abgesehen davon, schon spät. Willst du nicht schlafen gehen? Nein. Ich komme nicht mehr ins Gepäckabteil. Fuck. Dann war es wirklich nur für das Tagebuch. Okay. Immerhin, immerhin. Du warst die Ratte hier, gell? Ist immer was anderes. Es fällt mir immer schwerer, eine Nacht durchzumachen. Aber als ich irgendwo, oh Gott, Nacht durchmachen. Das... Wo ist der dumme Ring? Nee. Pokébälle auf Rocket Toad. So funktioniert das nicht. Hey, du, hm? Also nicht der Verfasser des Briefs. Nun, da kann man wohl im Augenblick nichts machen. Und es ist schon spät. Gehen wir schlafen. Der Zugleiter kümmert sich schon. Hey. Oh, ist der dumm, mir Ring. Bumbi, bumbi, bum, da, 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 da. Flöten, für was? Bum, 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 da, 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 la, 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 la. Flötenkopf 1, 2, 4, 5, 7, 8. Hihihi. Kroa, 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 kroa. Tomomo, ist alles gut bei dir oder hast du gerade einen Schlaganfall? Bob kann dir helfen, er ist Arzt. Jetzt ist hier geschlossen. Okay. Was ist mit dir? Vorbereitung für morgen. Oh, schon wieder. Vorbereitung für morgen. Was, was, was? Guck mal in den Topf. Vielleicht ist er. Küche, geputzt. Schön. Seltene Gewürze, ja. Damit. Oder dich timeouten. Das könnt ihr machen. Hab ich nicht gesagt. Oh, ich kann da drauf. Nee. Nee. Wieso geht denn das auf einmal? Ernsthaft? Oh, wow. Kann ich die doch vielleicht nochmal plupp? Muss ich sagen, Grüße von Dominator. Ah, Grüße zurück an den guten Dominator. Ist er gerade bei dir? Mal kurz mal warnen. Kerze auspusten. Ja, das sollte bestimmt helfen. Nicht. Aber erstmal gamblen. Ich will die Kerze auspusten. Pust. Wieso geht denn das nicht? Mann! Nein, ich will nicht. Scheiß auf den Teller. Das ist nur drauf, das ich nicht habe. Wieso kann ich denn die Kerze nicht auspusten? Oh! Also, ich. Ne. Aber hier ist auch. Okay. Wenn hier auf den Tisch geht. Da auf den Stuhl. Da. Bringt mir aber nichts. Hier ist kein. Arnolorop. Hansenkengriff. Also, ich find's lustig, dass du im Endeffekt so schreibst, wie ich manchmal Laute von mir gebe. Fühle ich mich nicht ganz so alleine. Vielleicht schon, wenn ich bei der guten Divi zuschaue. Fühle ich mich auch schon bestätigt, dass ich halbwegs normal bin. So. Lass uns schlafen gehen. Der Zugbegleiter wird sich schon alles kümmern. Oh Gott. Gut, dass ich gespeichert habe, ne? Will ich schlafen gehen? Nein. Ich bin doch gar nicht müde, Mama. Gut, ich darf nochmal raus. Eat. Jetzt werden alle Bananen gegessen. Oh ja, Geist. Hi. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Ich? Nein, ich bin nicht müde. Ich bin schließlich ein Geist. Na, gut. Was hat die denn ihren dummen Ring verloren? Gibt nicht mal Toiletten in dem Zug, fällt mir ganz so auf. So, hast du einen Ring gegessen? Hätte ja gerne noch einen. Mitte nach dem Salz. Schrank, Gummi, Titelseite, Strahlendes Lächeln. Warp. Schrank. In der dumme Ring. Oben, nee. Da. Nee, wieso soll denn der da hängen? Wie soll denn der da hinkommen? Piep, piep, kleiner Satellit. Was? Piep, piep, kleiner Satellit. Was? Verstehe ich nicht. Schon wieder ein verlorener Ring. Ja, der zweite jetzt schon. Ihr. Muss jetzt schlafen. So lange aufbleiben schadet der Haut. Dann geh ins Bett. So ein Blümchen. Echt. Pipi, du verlorener Nieder. Das ist ein Lied. Endo nicht von Blümchen. Ich glaube ich, ein Lied von der.
Ich sag mal so, ich würde es erkennen, wenn es läuft. Gott sei Dank haben wir gar keinen Song Request an. Funktioniert da gerade eh nicht. Wir müssen geschlossen bleiben. Blablabla. Irgendwie. Nöp. Nöp, nöp, nöp. Fuck. Dieses Knacken auch gehört? Sie wäre da nicht beim Zugfahrer gewesen sein, oder? So ein Ring gefunden. Ein Lokführer gibt es wieder Tag nach Nacht. Oh Gott, der fiel 24 Stunden durch. Und eine Arbeit wie diese erfüllt einen Mann mit Stolz. Okay, unser Zugführer fährt einfach durch. Das ist sicher. Ja. Ich mach deinen Motor einfach kaputt. So, komm hier. Komm, jetzt kann man nicht mal weiterfahren. Verdammt. Ich kann echt nicht mit dem scheiß Motor interagieren, ne? Oh Mann, das war irgendwo hier, ne? Da. Nee. Warte? Was hier? Oder irgendwo hier? Da! Putz. Okay, so geht's gar nicht mal. Putz. Okay, es geht schneller wieder zu, als man reingehen kann. Pipi kleiner Satellit. Sag ihm, dass es mich noch gibt. Pipi kleiner Satellit. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Okay. Scheiß auf Songtext, das braucht wirklich schon den Text, ne? Ton F, Ton F, Ton F, Ton C. Ton F, Ton G, Ton H, Ton Fis. Ist gewürt. Oh. Käse. Wow, null. Das tut weh. Halt, 5 ist unseres. Gut, dann gehen wir jetzt halt schlafen. Es gibt offenbar nichts mehr zu tun. Ja. Plopp. Möchtest du für heute schlafen gehen? Jo. Ein neuer Tag. Zweiter Reisetag. Oh, Folge. Ja, sehr schön. Mein Schrank ist immer noch leer. Ich hätte mich hier die ganze Zeit schon... Okay, sehr cool. Freestyle-Rap mal was. Nö, kann ich nicht. Ich kann nicht rappen. Also, seriously, nope. Speichern wir. So, wir sind im zweiten Tag. Komm mal, was wolle. So. Ja. Das ist eine wichtige. Red. Beliebte Wahrsagerin. Heute für. Was? Verdammter Magen. Pilzsteak. Blah, Shopping. Rezept. Aha, zum Schluss. Tschüss. Gamble. Ihr Süchtigen. Hallo. Unglaublich, wie schnell du diesen Dieb gefasst hast. Einfach umwerfend. Dein Meisterdetektiv. Ich hätte da übrigens auch noch. Oh Gott, natürlich. Darf. Ja. Oh, wirklich. Von meinem Ex-Freund habe ich damals Ohrstöcke aus Muscheln bekommen. Und die sind wohl irgendwie verschwunden. Oh, da hängen so viele Erinnerungen an ihn. Lass ihn los. Ja. Guten Morgen, lass eigentlich mal dein Ohrstöcke. Ah ja, ich bin. Ich hasse dich. Guten Morgen, es ist ein schön, wunderschöner Morgen. Blau, heute werde ich wieder etwas Feines kochen. La 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 la. Oh Gott, ey. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Alle. Und noch Ohrstecker suchen, ey. Das ist. Ein Ring, ein Ohrstecker. Meine Güte hier. So. Gehen wir nochmal zu ihm, vielleicht hat er irgendwelche Tipps. Hä, was macht er denn jetzt hier? Oh je, mein Leben, wenn ich alles weg ist, wenn ich oh nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo Luigi, du kommst gerade recht, ein neuer Fall. Ich habe selber zwei Wochen laufen. Also erklär Luigi nochmal, was geschehen ist. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Filmprodukt. Bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Beruhige dich erstmal, es wird schon geklärt. Aber lass das nur, Luigi. Was, wenn du was machst, Mr. Meisterdetektiv? Also gut. Also unser neues Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt, kann er Tote zum Leben erwecken. Ist. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versisst und etwas wartet, dann gibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass es diesen Zug in alle Wände zerstören würde.
Nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände geriete. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Oh Gott. Hallo, filziger Dave. Was? Filziger Dave? Wie ist. Wie geht? Das ist mir super. Was? Das ist gut, durch 5 Sprachen. Was? Es hat also jemand deinen Koffer gestohlen. Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Der Koffer? Kein Koffer gesehen. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss noch immer hier im Zug sein. So muss es sein. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Die beiden ist auch etwas im Zug abgegangen. Ja, ich weiß. Die Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren. Ja, ein golden... Oh! Der Dieb scheint zu wissen... Ja klar, stimmt. Wozu man den Knall wieder benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auf der Verfasser des Drohbriefs ist. Also Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns fürchterliches bevor. Ach du Scheiße. Ich gehe auf, muss noch Heatrin holen. Ich weiß nicht mal, was Heatrin ist, aber danke fürs Reinschauen und viel, viel Spaß, Traumomo. So. Der Schrank ist leer. So, was mit euch, der Kleine? Laut. Guten Morgen, auf das Autogramm werde ich gut aufpassen. Das ist schön. Seit gestern hat Bronzemund viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis. Ja, nicht dank seiner Eltern. Guten Morgen, Bomba. Wieso schreit gestern wegen Bronzemund? Es ist mir ja so peinlich. Ja, hoffentlich. Der Schrank ist leer. Könnt ihr so reich sein und einen leeren Schrank haben? 1257890i, was? Bye. Tschüss. Viel Spaß dir heute noch. Und eine schöne gute Nacht. Oh, Momo. Hallo, Leute. Keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Tolpenbach anhalten. Voraussichtlich gegen Abend. Du willst mich immer noch nicht da reinlassen? Gut. Mehr oder weniger. Heißt aber, dass da auch nichts ist. Ich. Warte mal. Ja, gut. So, wer ist denn weg? Ich sag, es ist der Koch. Er kann das alles vermischen in seinem Topf. Was sag ich das da? So, Damien. Eingelöst. Eisen. Ich muss mein Lager machen. 5. Item. Kein Trockenpilz. Ne, warte mal, ich kann Sachen mitnehmen und das mal verscherbeln. Einzelne Pilze. Doch, tschüss, ganz ehrlich. Langsam. Nein, nicht kaufen! Ah! Mann! Abholen. So. Was möchtest du mitnehmen? Trockenpilz. Item klug. Oh nein, muss ich, das ist ernsthaft. Oh Gott. Achso, deswegen. Verkaufen. Trockenpilz. Nee. Den anderen Pilz. Diesen Pilz. Sonst kann ich 3 Items wieder mitnehmen. Nope. Okay, so waren wir erstmal eine 17. Ja. Abholen. Was möchte ich mitnehmen? Den Pilz, bitteschön. Bisschen weiter zu mitnehmen. Jupp. Das Buhlaken. Jupp. Der Rest ist sehr, sehr brauchbar. Schauen wir wieder rein. Ja. So. Danke, grüß der Herr Kaufen. Das Buhlaken bringt echt gut Geld. Jupp. Ein Pilz. Nope, alle Dude jetzt. Ich möchte das Mysterium unbedingt irgendwann mal einsetzen. Dann fühle ich mich wie Botogel. Entweder mache ich Damage oder ich heile. So. Hi. So. Hatten wir schon. Also nicht in den Topf gucken. Interessant. Ich würde ja gerne fast den Geist wiederbeleben, vor allem.
man damit Sachen wiederbeleben kann, also Tote wiederbeleben kann. Plopp. Warte mal, wieso wackelt denn das? Okay, die wackeln alles so. Na gut, never mind. Das ist unser Zimmer. Hier war der Geist. Ist der tagsüber auch da? Offenbar nicht. Oder ist jetzt doch in eine andere Welt entschwunden? Quote, Quote 16. Leck deinen Sack. Was? Nein, das war im Spiel. Das Spiel hat sehr, sehr seltsame. Oh, der Speisewagen schon geöffnet. Ja. Gute Freunde geworden. Ist ja eine schicksalhafte Begegnung. Toll. Nee, das kam beim Spiel. War der Hotdog-Händler, der irgendein Eierrezept hatte und sein Ei ist weggehüpft, auf dem dann unser guter Selibär geschlüpft ist. Oder der Selibär. Heißt Zeldebär, weil Selibär ist gut. Ist das wirklich so? Kann ich das VOD anschauen? Also ernsthaft? Hör das VOD an. Ich sage, sie ist es. Oder? Nein, kann auch nicht sein. Sie ist so blass, deswegen, ich sag, das ist die Böse. Guten Morgen, mein grüner Kavalier. Nein. Boom. Warte mal. Quote 11. Ja. Du kannst auch Quote und dann eine Zahl eingeben. Dann kannst du die Quotes einzeln durchgehen. Dann kommt nicht immer ein random Quote. Wenn du... Also es fängt bei Quote 0 übrigens an. Frau ihr nicht. Sie ist die Böse. 100 Pro. Okay. Vielleicht auch nicht. Warte mal. Ich glaube, was mit Babsi jetzt ein bisschen rumlaufen. Quote 25 gibt's nicht. Fangen wir Quote 0 an. Wird ein bisschen mehr Sinn machen. So, Herrn fucking Gott, mach mal. Moment. Die Unterlagen. Ich werde zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Das ist das Zimmer von Star T. Wahrscheinlich ist ein Foto von Star T, das wäre ein Handspiegel. Und wo ist Star T überhaupt? What? Moment. Ist er vorne beim Zugfahrer? Wo ist Star T? Nicht hier. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Wenn wir einen Zwischenstopp im Bahnhof Teupenbach einlegen. Wie wäre es mit einem Return? Weil zu hoher Zahl gibt's nicht. Ich im Fame zu sein. Nur Bob und ich können sie machen. Müsste ich ein Python-Skript schreiben? Ich habe doch keine Ahnung von Python. Er hat die meisten Commands einfach copy-pasted irgendwo her. Finde ich ganz ehrlich. Ne? Eigentlich ziemlich größtenteils. Also alles, was mit irgendwelchen Ausgaben arbeitet, habe ich copy-pasted oder entsprechend angepasst. In Java könnte ich es vielleicht sogar. Ich hatte Python an der Uni. Echt? Wieso kannst du Python? Also hatten wir schon... ich war auch wieder ganz hinterlaufen. Dann schreibt mir doch ein Python-Skript. Also es wird halt aktiviert. Und gibt Quote. Oh, warte, kannst du dir mal irgendwann schicken. So, jetzt laufen wir erstmal hinter. Das sind die Unterlagen, die dem eingeklaut wurden. Weil ich für wissenschaftliches Modell und Algorithmen ziemlich. Okay. Ich hasse Programmieren. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Programmieren, halt aber in Zimmer 6, ne? Ey, jo, da. Hey, sind das deine Unterlagen? Oh je, ja. Hast du irgendeine Spur gefunden? Unterlagen? Was ist das für ein Blatt? Gibt es uns irgendwelche brauchbaren Hinweise? Oh, das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch. Luigi, hast du das gefunden? Bei Star T. Im Abteil 1. Das ist das Abteil von Star T. Jetzt, wo du das sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ja. Muss ich es irgendwo im Zug versteckt halten. Also gut, Luigi. Du solltest diesen feinen Start hier schnellstens finden. Oh, wie denn? Ich hasse dieses Spiel dafür ein bisschen. Gib mir mal den Code und ich schaue, wie ich was machen kann. In der Pause, wenn du mich daran erinnerst. Nicht jetzt. Ich weiß halt nicht, wie...
weiß auch nicht, wie das Quad-Ding funktioniert. Das Quad-Ding ist komplett eigen. Gut aufpassen. Morgen, ja. Okay, das ist auch nichts Neues. Die Quad-Funktion ist ganz eigene im Bot. Ja, da haben wir keinen Zutat. Fick dich, wo ist denn der Affe? Also, der ist ja kein Affe, aber. Oh, mit allen leeren. Okay. Was? Troll incoming? Was? Bau eine Speech-to-Text-Funktion ein. Na! If constant quoted, um Gottes Willen. Oh, Quote 14. Wie ich nach der Lichtschiplon war. Wow. Yep. Hm. Ich finde das den Weg nicht. Tja. Ach ja, übrigens, jedes Mal, wenn du stirbst, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, das geht mit deinem HP-Balken kleiner. Also deine Max-HP werden weniger. Solange bis du dich wieder human machst. Das ist übrigens das Nervigste an Dark Souls 2. Apropos Dark Souls, jetzt Chat entwickelt ein Bewusstsein, das wäre doch mal was. Passiert doch schon. Vor allem hätte dann mein Stream mehr Bewusstsein als ich. Bin doch nur eine Stream-Marionette für euch. Kommt er nicht jetzt irgendwo raus? Nope. Wahrscheinlich brauche ich doch langsam. Echt nicht hoch, ist doch kacke. Wo kann sich denn der verstecken? Der wollte dich belästigen via FB-Handy. Das ist okay. Soll er ruhig. Kann er ruhig versuchen. Hört mich nicht. Alles gemutet. Guten Morgen, Spieler Kavalier. Und hast du mein Gold? Nein, habe ich nicht. Ich hasse dich. Pass doch auf dein Zeug auf. Ach. Ich bin während dem Stream Troll geschützt. Außer im Chat, aber da kann ich Timeouten purgen, bannen. Naja, es blinkt, wie blöd. Andere versucht. Du hast ihn gegessen, gib's zu, Starty. Speisewagen, bla bla, ne. Die andere werden wir jetzt ordentlich, die wird auch noch für ihren Muschelohrling labern. Er ist echt weg, oder wie? Nee, da ist er. Hallo. In deinem Abteil scheint irgendjemand zu sein? Es ist Zeit, eine Sache. Was? Bei mir? Wieso in meinem denn? Was? Hier, da liegen wertvolle Papiere herum. Genau die gleichen Unterlagen wie vorhin. Ob der Täter wohl in diesem Zimmer war? Oder ist? Ja, nimmst du die vielleicht mal mit? Nee. Bin nicht da. Ha! Pisser. Ah, wo kommt ihr denn her? Dann Mist, ihr habt mich erwischt. Autsch. Ah, das Grüne ist die Detektivszene. Jetzt darf ich das. Du bist also der Täter. Verkleidest dich als Starty, um uns zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Sofort der Start, dass du nicht der echte Starty sein kannst. Natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Am Bahnhof von Tolpenbach werde ich geflohen. Dich als Starty zu verkleiden, war ein kühner und geschickter Trick. Ah, oder das Pech. Wie könntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, meinem Super geht nichts. Nun gut. Zunächst gibst du die stolenen Sachen zurück. Ja,
einen Koffer erhalten. Knallsirup, einen Goldring erhalten. Ein paar. Und Stöpsel, Stecker, Stecker. Stöpsel, ja. Oh, mein Koffer und der Knallsirup. Nö, bitte gib ihn mir zurück. Bitte gib. Oh Mann, ich muss ihn ihm geben, schade. Den Knallsirup gern gehabt. Du hast den Koffer zurückgegeben. Oh, danke, tausend Dank, der Sirup ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte um kurz. Bitte kurz mehr Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. So knapp. Kann man hier mal kurz eine Pause machen? Also mal Füße vertreten. Tulpenbach wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht die Brücke jetzt nicht runter und wir können nicht weiterfahren. Sagen so ein Schmarrn halt, ne? Wird jetzt abgeführt, instant. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, der Brunhilde ziemlich sauer. Hab zwar die Gestalt von Stadion angenommen, aber in Wahrheit bin ich hier Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilde Mario fertig machen. Aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir wohl eine beherzte Flucht. Den Rest wird dann Brunhilde erledigen. Bis dann. What the heck? What the heck? Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Warum haben wir denn immer noch die Detektivszene? Ohrringe. Nee. Erstmal Goldring. Ja. Und schon. Oh, grüner als grün. Schön. Schön. So. Okay, dann war es doch nicht du. Aber ich sag immer noch, dass das die Böse ist. Ist sie so gepudert und. Ah ja, oh ja, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein Kühnheit. Ich wusste, du würdest ihn finden. Nimm dieses Kleinigkeit zum Dank. 30 Münzen, nett. Lebt wohl. Also, lebt wohl. Was? Moment. Warum wärst du eigentlich nach Bad Glimmerich? Wir haben einen Tempel zu tun. Glimmertempel, dort gibt es ein riesiges Gemälde. Es ist so groß, dass du das Gefühl bekommst, es saugt dich ein. Ich fahre auf meinen Landsitz in Bad Glimmerich. Komm mich doch besuchen, wenn du magst. Ich würde gerne mehr über deine Abenteuer hören. Erzähl ihr nichts großartig. Ich trau ihr einfach nicht. Deswegen. Nö. Einfach nö. Nö. Nop. So, ab. Jetzt weiß ich immerhin, was ich brauche, aber KP, wo. Ob ich das krieg? Was? Du brauchst einen Schlüssel. Und der Last Giant ist übrigens. Easy as hell. Just saying. Naja. Hast du sie gefunden? Meine Muschelohrstecker? Ja. Oh, da sind sie ja. Meine Ohrstecker. Danke. Möchte dir das hier zum Dank geben. Oh, Sternsplitter. Sweet. Ich habe noch nie so einen netten Passagier. Es gab noch nie einen so netten Passagier wie dich. Ah. Symbol des Königs. Ja, der war easy. Jupp. Naja. Ja, vorne kann man raus. So. Warte mal, kann ich. Wie nochmal. Und kurz überlegen. Wie sehen die Kronleuchter ganz seltsam aus? Er ist jetzt nicht da, genau. Er ist mit dem anderen raus. Das heißt, wir speichern nochmal, gehen dann raus. Aber suche den Goldring, suche dieses und jenes. Oh, kannst du gar nicht finden, was der eine hat. Fickspiel. Scheiß. Ich suche überall, ja, ist ja was Kleines, was glänzt oder so. Irgendwas. Nee, natürlich nicht. Ah, dummer Zug, hier, nimm dies. Ah, hallo Waffel. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich habe auch gar nicht gewusst, bis nach dem Pursuer gespielt damals. Und nicht viel weiter. Das ist gar nicht, hatte ich danach noch, nach dem Pursuer noch einen Boss gemacht? Weiß es nicht mehr. Das ist ein wenig her. Da runter. Nö. Kann ich auf den Zug eigentlich? Komm. Auf den Zug. Mann. Ah, ihr macht einen Spaziergang. Eisenbahnen sind toll. Eines Tages möchte ich auch eine fahren. Ja, dein Papa wird, glaube ich, nicht so viel davon haben. So sehr gefallen dir. Also Eisenbahn. So, alle sind draußen. So, erstmal. Jetzt. Nein, da geht's nirgends lang. Es gibt ein großes Problem. Hör zu.
Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Es war so klar. Es war so fucking klar. Ich hab's halt gesagt vor 3 Minuten. Ja, ich seh's. Danke, Spiel. Eine Unmenge finsterer kleiner Kerle ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der für die Zugbrücke befindet. Den scheinen die Typen betätigt zu haben. Aber da schaut er schon so lange aus, wie du bist, kennt ihn keiner so genau. Und ich müsste auch die Fahrgäste informieren. Aber du kannst diesen Schalter doch bestimmt finden, Mario. Ach, du kennst mich, oder? Ja. Wirklich, vielen Dank. Bitteschön, hier der Bahnhofsschlüssel. Viel Glück. Yay. Jetzt kommst du mit und isst es einfach auf. Die Luft wird schlecht, wenn man zu lange in diesen Abteilen sitzt. Ich verliere mir etwas die Beine und hole mir Appetit für das Abendessen. Das hast du nötig. Also den Appetit nicht. Wir sind voll live, ne? Yep, wunderbar. Plopp. Hallo. Plopp. Ja. Da. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger. Er war ein Gespenst mit einem weißen Laken. War nur ein Moment unachtsam und da ist er uns entwischt. Übrigens, er hat was von einer Brunhilde erzählt. Willkommen in Plattenbach. Der Zug hält hier, um die Tanks zu füllen. Da gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch zur Zierde da. Oh. So. Ein Sternsplitter? Are you serious? Oh. Na gut. Los geht's. Bahnhofsschlüssel. Plop, 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 plop. Aber wenn hier schon was zum Heilen ist, dann... Oh, ich will den Orden da oben. Wie komme ich da hin? Ängstigend, die Stimmung hier. So. Zugbrückenschalter. Bitte den Schlüssel für den Schalterraumzweck ins Kellerbüro bringen. Geht nicht, oder? Falsch, ist verschlossen. Nee, ist kein Schlüssel. Nee. Gott. Kann mir überhaupt nicht denken. Oh, was ist das denn? Kann ich das Wanted-Ding nicht angucken? Mann. Da kann ich unten durchrollen. Was sind denn die Gegner? Ach, Mann, ey. Mann, wie war das? Cola, Cola, Cola. Moment, erstmal checken, was da an der Wand ist. Na gut, hab's verstanden. So. Ups. Blank. Ich liebe diese Animationen, die sind so gut. Okay, da ist wirklich nichts. Gut. So, blop, 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 blop. Wahrscheinlich können wir einfach das Ding da wirklich einfach mitnehmen, ne? Das klingt wie so, was man mal aufzieht, das tatatatatatatat, wie so eine Eieruhr, ne? Hm. Ich weiß immer noch nicht, mit welchem Companion ich jetzt hier so mal reisen will. Oh, was haben wir hier? Ich wollte das Schild lädt, ne, doch nicht. Oh, hallo Wolke! Staubige Wolke, oh Gott! Okay, so. Ah, die Wolken waren das, okay, okay, okay. Ja, ich erinnere mich. Habt ihr Verteidigung, ihr Lieben? Nö, wunderbar. Oh, wie viel machst du denn jetzt? 5! What? Ja, und jetzt mit 5 zu! Oh, das ist kacke. Kriegt ihr das nach oben? Nö, wunderbar. Dann ein Hämmerlein. Er wäre ein Holzgriff, deswegen, es leitet ja nicht. Oh. Ist egal. Voll. Such mich. A, B, A, B, A. Gut. Ich hab kurz überlegt, wie ich es falsch gemacht hätte. Nope. Ah, und den BP wieder aufgeladen. Ja, ist okay. Was ist deine Blitzattacke allemal? Ich hau die jetzt einfach tot in meinem Hammer. Putz. So. Entschuldigung. Den Ausflucht ins übertrieben Bayerische. 6 Sternpunkte. Ne? Können wir jetzt eigentlich Ordenpunkte überhaupt noch machen? Damals war nämlich... guck mal an. Im 1er war nämlich 30 Cap. Deswegen... mal bis zum nächsten Level abwarten. Boom. Oh, du gehst hoch. Oh, nice. Was Attacken gehen dann die Welt? Ach, das war verwirrt. Sehr schön.
Wir machen dich weg. Klotz. Jetzt muss ich kurz überlegen. Von Hilda, hat der Schattenhieb auch schon angezündet? Nee, ne? Doch! Perfekt, weil dann stirbt sie nämlich nach der Runde. Und ich kann in der letzten Runde die letzte einfach so machen. Perfekt. Es trifft trotzdem natürlich. Och, du charged. Die stirbt jetzt. Wunderbar. Probiere ich mal was, dann such mich. Jetzt sind wir weg. Oh fuck, verkackt. Ich hab... Ich bin ein Depp. Ich habe halt wirklich A gedrückt statt B. Das habe ich falsch schon gemacht. Und... Ach, nur 4? Okay, es geht ja noch. Ich wollte eigentlich weggehen, deswegen... Wollen wir was ausprobieren. Ich muss gerade überlegen, wo ist das. Wie gesagt, zum Glück sieht man es an der Form ja schon. Alter, ich krieg jetzt 9. Das ist voll gut. Das Kämpfen lohnt sich hier wieder voll. Also wir sind nicht überlevelt, würde ich mal sagen, wenn wir so viel Sternenpunkte kriegen. So. 2 arbeiten nicht. Doch, er arbeitet abwechselnd. Hä? So ein System, oder? Aber nie alle gleich. Oh Gott, da muss ich jetzt... Oh nein! Oh nein! Scheiße. Ich möchte, dass ihr wieder beide gleichzeitig, genau. Nein! Nein! Oh Gott, das wird lange dauern. Das wird richtig lange dauern. Der Gelbe? Der Grüne? Oh nein! Da. Ich muss warten, bis Gelb und Grün gleichzeitig gewesen sind. Was ist jetzt? Ich bin... Okay, aber das Muster habe ich gedacht auf jeden Fall. Da weiß ich, dass ich dann durchkomme. Wieso sind die jetzt so komisch gesprungen? Beide. Okay. Wartet. Schnipp. Oh nein. Ja, ich verstehe nicht dein Ernstspiel. Oh Gott, hier ist jetzt noch ein Plattformer-Part, ey. Oh, ein Sternsplitter. Sehr schön. Oh Gott, wie mies. Du bist ein dummes Scheißspiel. Oh, bin echt kacke. Mann! Gibt's doch nicht. Okay. Ah. Copio. Hydrated Bot. Danke. Nein, oder? Gut. Easy. Okay. War doch einfacher als erwartet. Nun gut. Hallo? Jetzt. Irgendwie, der Controller ist manchmal... Oh ja, stimmt. Ab und zu mal wieder nach geheimen Bodenplatten suchen. Hab ich voll vergessen, ey. Im Laufe des... Ich mein, trinken wir leer. Dann halt nochmal gesundes Leitungswasser. Also mit dem Stay Hydrated Bot ist auch eigentlich ganz praktisch, dann können die Zuschauer auch ein bisschen darauf achten, was zu trinken, ne? Und ihr solltet auch mal schön darauf achten, genug zu trinken. Na, komm, jetzt. Frage an Bob. 5 Stunden 600 Milliliter, passt das? Also du bist ja Arzt und so. Das ist zu viel, zu wenig eigentlich, so ist das wirklich bestimmt, das kann man das so als Durchschnittswert sagen. Wo sind wir denn jetzt? Ein Poki, oder? Die hießen Pokis, gell? Ja, müsste. Aber wieso sind die so türkis? Die giftig? Also euch anspringen. Ihr haltet viel aus, auf jeden Fall. Das ist doof. Ich werde in der nächsten Runde. Ich werde sie auf jeden Fall auswechseln. Gegen die ist. Gegen die Gegner ist jetzt kacke.
Wobei. Komm. Probieren wir es mal. Aber wahrscheinlich wird es sich wehtun, weil er stachelig ist. B. Ja. Dachte ich mir. Aber na gut, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Oh, der fliegt so langsam. Wann fliegt der so langsam? Sowieso habe ich so viel Hammerzeug ausgerüstet. Dann machen die Orte mal alle irgendwann neu. Also so. Verteidigung, von dem Fall, dass er auf dich geht. Was macht er denn jetzt? Okay. Damit habe ich gerechnet. Switch! Anheiligung. Ja. Sternenfett. Marvin hat doch ein bisschen was eingesteckt die letzte Zeit. Heil mal ein bisschen. So. Drei Böse waren's. Dran denken. Da ist der erste. Na. Den traue ich mich gerade nicht. Oh Gott, den da hinten. Nein, Mario brauche ich noch. Okay. Also Blütenpunkte. Mario hier ist wichtiger. Deswegen habe ich ja auch sie vorne hingestellt. Perfekt. Mit der Verteidigung. Hat sie nur einen Damage kassiert? Machen wir einfach nochmal, oder? Komm, einmal hier noch. Ja, ich weiß, wie es geht. Danke, Spiel. Ja, wobei, es ist ganz gut. Den Pausen immer. Ah, ich brauche nur Mario eigentlich nehmen. Oh, das war knapp. Yes. Mario da hinten? Nein, habe ich nicht bekommen. Shit. Da ist Mario. Bösen Pilze gehen mir ab. Ja, der war mies, der letzte jetzt. Egal, Mario hat nochmal 5. Oh, das ist 5 und 22, 24. Ist okay. Passt. Ha! Wird zu früh. Egal. Dann machst du jetzt eine Schaueinlage, meine Gute. Das ist eine Schaueinlage. So. ich mag sie wirklich. Also, sie ist cool. Batz. Fertig. Schön. 6. Wow. Wir geben hier alle 3 gewahrt. Das ist schon akzeptabel. Aber hier werden natürlich mehrere von diesen sein. Deswegen nehmen wir Bartomp. Good old Bartomp. Bumm. Mit dem kann ich jetzt ein bisschen mehr Damage machen. 3. Das hat seine Fähigkeit gekostet 9, gell? Mal kurz gucken. 8 jetzt mit, weil wir haben ja, oh, natürlich, ja, lass ich ihn tanken. Detonator. Probieren wir das mal aus. Oh Gott. Hä? Was? Hab ich doch. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. So. Kriegt nur ein Damage. Wahrscheinlich hätte es 4 sein können. Er ist poisoned. Kacke. Okay. Hm. Ich möchte das gerade irgendwie nicht nochmal probieren, das. Das hat nicht uns getroffen? Okay. Ich mach keinen Bonusschaden, schade. Nein, ich treffe eh nicht, oder? Oh, was? Ich hab getroffen. Heureka. Oh, was ist das? Was ist das? Entweder mehr Sternenergie kriege ich zurück. Oder meine Verteidigung wird erhöht. 13 Schaden. Ja, wunderbar. Toll. Yes. Das ist eine Explosion. Das muss ihn mitreißen. Danke. 6 Damage. Woohoo. Alter. Es ist. Wir haben schon wieder fast die Hälfte fürs nächste Level ab. Und ich will wissen, ob wir jetzt umcapte Ordenpunkte sind. Wenn ja, muss ich meine Orden mal. Jetzt neu verteilen. Was ist das? Sweet. War eigentlich hier schon fast zu einfach. Guck mal. Hä?
Das ist zu hart. Muss man sprengen. Ab. Okay. Eine Wolke und ein Poké. Die Wolke probiere ich jetzt einfach mit dem Power Rods. Okay, sie ist tot. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und du stirbst halt in der nächsten Runde. Bam! Im ersten Mal 6 Damage. Zu früh. Im ersten Teil konnten die sich teilen, glaube ich. Oder nachwachsen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten die irgendwas Dummes. Das weiß ich noch, was mich genervt hat. Alter. Meine Companions sind deutlich stärker als ich mittlerweile. Das ist ein bisschen traurig, aber schon geil. Das ist schon. Ich mag meine Companions. Unser Bege. Ich hab auf den Poki geguckt. Nicht erwartet, dass da jetzt noch. Oh Gott. Moment. Die alle Gegner trifft. Okay, schnell drücken. Oh Gott, viel zu alt und müde. Die Finger. Boom. Wow. Just wow. 12. Einfach mal mit einem Angriff. Mit einem Angriff. Bartrump ist dann so ein OP-Stück Scheiße bei mir im Team gerade. Holy crap. Oh nein, was hast du denn? Ein super Pilz? Nee. Ja. Bumm. Warte mal, ich hab im Publikum irgendwas gesehen. Nee, das sind die blauen Helme von denen. Und mit dem Power Dots probieren wir jetzt nochmal den instant zu killen. Nein! Er hielt sich halt jetzt komplett, ne? Ist okay. Ja, 10. Mein Gott. Er greift nicht an. Ist okay. Er läuft so langsam vor und haut dann so schnell zu. Das. Okay, jetzt ist er unten. Ja, gut, dann. Dann kann man ganz in Ruhe killen. Machen wir einen Safe Kill, Alter. Aber wenn er jetzt noch Burn Damage kriegen würde, oh, das wäre so gut. Platz. Oh, warte mal, krieg ich noch einen Insignia dazu? Nee. Ach. Nein! Ich wäre voll geheilt worden mit allem. Ah, jetzt war zu früh. Jetzt hab ich's schneller erwartet. Mist. Boom. Mal wieder 9 für den Kampf dann. Oh, nee, oder? Oh. Das Gift hat verfehlt wegen Nebel. Ist das dein Ernstspiel? Okay. Ja, voll daneben. Er trifft 100 Pro. Oh. Was? Also das war das Gift. Okay. Alles gut. Wollte gerade schon flamen. Ist okay. Ich stehe neben dir und explodiere. Nö, du kriegst keinen Damage. Warum denn auch? Macht ja gar keinen Sinn. Explosionen sind immer nur 10 cm weit, ne? Ja, egal. Oh mein Gott, guck mal an. Sind wir jetzt 74. Wow, 3/4 fast. Aha, also Level Up ist demnächst drin. Blop. Oh Gott. Geld. Ja, Superbild ist ganz toll. Geld. Nein! Eine Münze verkackt. Wir sind reich langsam. Warte mal. Hallo? Willst du springen? Wenn die irgendwie, ich versuche gerade, dass die nach oben springen. Das eine Poster ist anders, ne? Aber ich kann es auch nicht lesen. Schade. Na gut. Bitte. So. Wieder neu. Oh, es geht weiter nach unten. Was ist das? Ich will diesen Orden. Der macht HP-Bonus, oder? Ja. Yep. Auf jeden Fall. Boom. Nein. Was? Wegpusten? Ja. Nimmer. Okay, man kann ja doch was wegpusten.
Bump? Nein. Okay, nochmal hoch. Kann man wahrscheinlich dann auch wegpusten? Ich nicht. Oh, nicht. Also es sind schon die, die anders sind. Das ist da vielleicht in der Mitte. Nee. Dich. Und mir bringt das... Ja, die da unten dann nochmal, oder? Oh Gott, das sind Spikes. Ich hab's gesehen. Ja. Komm schon. Du willst mal einfach durchkopieren? Nö, ne? Du musst schon Bombard. Bombard, sag ich da mal. Bumm. Hä? Was? Du kannst nur fliegen. Mit dem mache ich mich unsichtbar und klein. Oh Mann, das Ho-System? HP-System? Und der bescheuert. Yep. Der größte Kritikpunkt an einem Zweier. Pust nochmal? Kann ich das aber wegpusten? Oder mehr? Ah, das ist eine Tür einfach. Ich muss einfach alles... Oh mein Gott. Toll. Wow. Ich hasse das Spiel. Kann ich einfach durchgehen, wow. Gut. Gut. Oh nein. Geflügelt, gepanzert und Spike auf dem Kopf. Ich hasse dir. Ich hasse dir ja so viel, ey. Was seid ihr ekelhaft? Was? Wow, und ich mach nicht mal Schaden dabei. Ugh. Boah, ne? Erstmal den da raus haben. So, wie viel Damage macht der? Au! Und der ist schnell. Der bin ich gerechnet. Okay. Irgendwo. Ah, da wirft einer einen Hammer. Nope. Okay. Kann ich den Hammerwurf machen? Sollte eigentlich gehen. Dann solltet ihr runterfallen. Funktioniert das? Nö. Gut. Scheiße. Tauschen. Auf Babsi. Ja, Babsi auf jeden Fall. Lass du Babsi in Ruhe. Hab ich nichts getan. So. Da bin ich schon wieder irgendwo. Ich sehe es nicht, deswegen einfach mal. Toll. Hinter denen, das ist doch gemein. So, plopp. Beschnück. Sie macht so viel Damage, das muss doch durchgehen. Einen. Boah, also das sind gerade so irgendwie ein bisschen die Nemesis-Gegner. Was mach ich denn mit denen? Kann chargen, oder? Warte mal. Nee, Bodengegner. Nö. Einfach Verteidigung. Ja, was muss ich machen? Zieh dir auf die erscheinende Tafel und drücke. Ah, was? Okay. Oh, das ist ja gar nicht viel. Okay, plus 2 Attack und plus 1 Defense.
Oh, was macht der? Bitte was Gutes? Ha! So! Dann macht der Schattenhieb jetzt ein bisschen Damages. Oh, sehr gut sogar. Der Hammerwurf. Ich sehe es nicht. Ah, da vorne in der Dose. Den großen Bombs da drin. Ist das ein bisschen echt arg nervig, würde ich sagen. Hammerwurf sollte reichen, oder? 2! Wunderbar. Wie viel Damage mache ich denn gerade insgesamt dadurch? Reicht 5? Also mache ich 5 Damage? Ich habe nicht aufgepasst. Y. Okay, perfekt. Hammerwurf macht nochmal 2. Alles gut. Perfekt! Ja, das ist. Das mit Verstärken. Und das sollte man sich merken. Vor allem gegen solche Gegner. Und es hält ja an für ein paar Runden. Oh ja, voll gut. 9 Sternpunkte. Nur noch 17 Sternpunkte. Und ja, Level Up. Oh, wir haben es ja gleich nochmal mit denen. Ich wollte auf jeden Fall das Baby haben. Münze, Münze. Oh, ich hätte die Hauen, ich hätte eh nichts gedacht, ne? Okay, wieder 2. Heißt denn sie? Okay. Wir machen das gleich nochmal. Oh, das braucht 3. Ja, okay, okay. Aber jetzt weiß ich schon mal, wie es geht. Sehr gut. Gut, war jetzt auch nicht so schwer. So. Konzentration. Fuck. Ah. Plus 3 Verteidigung, plus 2 Attack. Das war echt gut. Das war gut. Angriff wird erhöht. Plus 2 passt. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht verteidigen, oder? Oh, mal so. Ich probiere es mal aus. Ich verteidige es mal wirklich nicht. Dann machen wir mal gar nichts. Dann guck mal. Ha, ich bin immun! Wenn meine Verteidigung so hoch ist. Sehr schön. Oh, das ist natürlich klasse jetzt. Toll, jetzt krieg ich den Bonus-Damage. Du bist doch scheiße Spiel. Dann brauche ich jetzt gerade gar nicht, ne? Auf den anderen hätte ich es nachher gebraucht. Ja, egal. Dann angefifft. Absolut gewastet. Das ist halt Bad Luck dann. Mein Gott. Es kommt halt immer random. Jetzt hätte ich 5, genau. Hätte ich mit Babsi den einen. Ach man, das ist ja egal. Bei ihr kommt es natürlich jetzt nicht. Ich glaube wieder. Ach, wie schön. Ich will aber den Baby hier nicht ausgeben. Wie höre ich mit ihr zu? Y-Bots. Die Gegner sind aber echt kackennervig, muss ich sagen. Ach, fuck, ich hätte mit ihm Sternenergie holen können. Ja, wir hätten 93 im Publikum. Das hat gut was gebracht. 11 noch. Come on. 4 Gegner bitte im nächsten Kampf. Baby. Baby ist wieder. Moment. Nochmal so. Warte mal, da unten geht's irgendwo hin. Will ich da schon hingucken? Ich muss da hingucken, offenbar. Ich brauche mich da nicht runterspringen, ne. Nisch. Was knarzt hier? Knarzt doch. Hallo. Schnupp. Ululule. Links. Das hier war falsch. Irgendwie kommt man hier runter. Oh Gott. Okay, man kann hüpfen. Gut dabei. Nein. Nöp. Schnupf. Und hüp. Okay, von hier kommen wir. Nein. Aber bin schon Rap, oder? Nee. Ach, ich muss da. Oh Gott, der muss da rüber hüpfen. Wahrscheinlich. Nein. Zurück. Yep. Geht ab! Oh, Mann! Timing muss ich jetzt üben. Man kann. Also man fliegt doch recht lang. Und jetzt! Yes! Wahrscheinlich hätte ich jetzt da sein müssen, oder? Und. Oh. Oh.
Ach, ich bin hier drin. Ich kann euch alle zuerst angreifen. Okay, oh was. Oh nein, der hat dieses Dingsbums da. Babsi ist hier schlecht. Ich habe Babsi noch ausgerüstet, ne? Yep. Shoot. Wir traden. Du tauschst mit Bardomp. Wir springen da nicht drauf. Wir hauen den. Bumm. Und der eine kann mich mal. Oh nein, das hängt mit Verteidigung. Okay, aber es war sein Zug, ne? Er stirbt. Um 3. Wow, das heißt. Item ist gut. Habe ich es noch dabei? Das ist gerade gar nicht. Boom. Alter. 6 Damage. Wir haben mit 4 bei ihm angefangen. Das Aufleveln ist so gut von den Companions. Das lohnt sich halt richtig, richtig. Und Bob, wie bist du schon verzweifelt langsam in Darkstars 2? Oh, komm. Eins noch. Hallo, komm jetzt. Oh, das war ein erster Angriff. Come on. Also bitte. Oh, ihr seid viele. Aber fuck it. Weil es fehlen nur 5. Jeder gibt uns 3. Das heißt, wir kriegen unser Level up so oder so. Und da werden ja alle BP wieder aufgehalten. Boom. Super. Nice. 12. 6. Gucken wir jetzt mal, ob die Ordenpunkte noch gehen. Ich sage nein. Oder? Oh, doch. Oh, scheiße. Fuck. Nein nochmal? Nein nochmal? Also, Baby passt halt wirklich. Ah, Kapi sollten wir aber auch langsam mal wieder... Ah. Ich möchte auf jeden Fall alles Max haben. Komm, Ordenspunkte. Orden sind super in dem Spiel, ey. Ist auf. Ich mach jetzt meine Orden schnell. Oh ne. Oh ne. Das ist so ein Doofer. Oh ne. Oh ne. Ja, komm. Ah. Müssen wir mal ausprobieren. Boom. Ah, okay, weil er fliegt, wird er trotzdem nicht getroffen. Schade. Er hat es gehofft, er wird, getroffen davon. Das ist, weil es nach oben abspringt. Keine Ahnung. Okay, okay. Aber gut zu wissen. Fliegen die Gegner funktionieren dann nicht. Es gibt nur noch 2. Na ja, gut. Pepsi. War dumm, ne? Ja, das war ziemlich dumm. Ich mag die nicht. Das ist... Mann! Hammerwurf hat nichts gebracht, ne? Welchen starken Hammerwurf bitte mal bekommen? Ja, ich will für den einen kein Item benutzen. Ich will aber auch für den einen keinen Stern benutzen. Ich muss. Das ist Kacke. So. Oh Gott, komm! Ach, come on! Plus 3, plus 1. Au! Ja, tun weh. Aber plus 1, das heißt, du musst aktiv blocken. Ja. Plus 3 war halt super. Oh, macht sie jetzt 4 Schaden, oder? Bist du wie so noch so, was ich hingelacht hat. Böse. Böses Vibe, du. Mag sie. Ein böses, gehässiges Vibe. Finde ich klasse. Batz. Ah, er geht weiterhin 3. Sehr gut. Ja, aber die sind aber auch scheiße. Assi. Hammer, 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 Hammer. Ich will den ersten Griff. Es wird instant wieder. Ah, ne, doch nicht. Okay. So. Upp. Oh Gott, so, plopp, plopp, plopp. So, ich hüpfe hier wieder rein. Ah. Macht das
ist das einfach nur die Fail-Grube offenbar. Ach, guck an, guck an. Interessant, oder? Warte mal. Nö, gut. Wir nehmen auch wieder Bartomp mit. Plopp. Blub. Oh Gott, wie bin ich denn gerade gegangen? Das war auf jeden Fall falsch. Also, rechts. Nein, 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 nein. Okay. Nein! Oh Gott, nein, 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 nein. Ja, nein. Oh Gott, fuck. Das geht eh one way. Okay. Okay, wir sind aber da. Oh. Nee. Nee. Vielleicht habe ich jetzt. Oh Gott. Was? Was? Ich hasse diese Gegner. Das ist ja. Oh. Okay, nochmal aufleveln. Also aufwerten. Bis 3 plus 1, ist okay. Oh. Nee. Hä? Okay. Ja, voll Bullshit, aber von mir aus. So. Boom. Was? Wieso? Machen. Warum gehe ich sowieso die Verteidigung? Wie viel mache ich denn jetzt? 8 oder so? 7. Hä, wieso macht er denn kein Damage an den? Achso, fuck, verteidigen. Ach, Mann. Hä? Ich darf es halt wirklich nicht. Taktik, Verteidigung. Müsste doch jetzt ein normaler Hammer auch tun, oder? Guck mal, so. Oh, nee, nicht mal. Okay. Okay, PP wäre gut. Yes! PP wieder voll. Okay. Wieso macht er keinen Damage an den mit der Explosion? Ah, ein bisschen. Hm? Ich muss aber blocken, damit er keinen Damage für das der. Oh, fuck. Ah, oh, das wäre ein Fockenpilz gewesen. Damit. War gut gewesen. Du verteidigst uns. Ja, mit einem TV hebt, also ein Verteidigungshieb. Ich hab das sowieso, weil ich dann immer 4 Damage mache. Aber trotzdem. Warum macht er denn gar keinen Damage an den? Hä, ich hab doch geblockt. Come on. Er ist doch voll. Ja, ist okay, Spiel. Nee, Verteidigung. Er hat schon über 10 verloren. Muss nicht sein. Kannst du in der nächsten Runde einmal, kommen wir nicht drauf. Bühnenshow-Einlage, Schau-Einlage, genau. Bühnenshow-Einlage. Hä? Ich versteh's nicht. Ah, Schau-Einlage. What? Suizid! Beste Show-Einlage ever! Was zur Hölle? Ich muss aber das in den Antifa-Hip machen, sonst komme ich nicht durch seine Panzerung, oder? Plop. Die mag ich nicht, die Gegner. Die sind kacke. Und ich will den Orden, dass man auf Spikies hüpfen kann. Unbedingt. Das ist ekelhaft ohne den. Ich will auf gestachelte Gegner hüpfen können. Achso, ach, ich bin noch. Blop, 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 blop. Moment, da liegt was drin. Ein Trockenpilz. Ja, komm, den nehmen wir schnell. Den will ich nämlich nicht mal dabei. Na? Ah, komm. Nom, nom, nom. Ein trockener Pilz. So, neben. Ein HP, fuck it. Ist noch was drin? Ah, die Münze brauche ich mich nicht zu nehmen. So, dann bin ich wieder da. Hallo, Clash of Me. Willkommen zurück. So, was sind wir denn jetzt?
Da oben ist ein Schlüssel. Da will ich hin.